Ich hab was im Kopf, worüber ich nachgedacht habe, und dann setze ich mich hin, drücke auf das Video und geht los. Okay. Und dann merke ich während des Videos, dass ich gedanklich abdrifte und dass das Video keinen Sinn ergibt. weil ich anfange. Merke ich auch oft. Was ist eure Kameras wurscht, Hauptkamera, wo irgendwas zusammengeht? Ja, es gibt im Grunde keine Hauptkamera. Nur wichtige Dinge in die Kamera, ja. Alles klar. Let's go. Herzlich willkommen zum Edel Talk zusammen mit Dominik und Kevin. Freunde, ihr fragt euch vielleicht, wo befinden wir uns gerade? Ja, man kennt's nicht, ne? Man hat's auch, vielleicht hat man schon mal gesehen irgendwo. Aber wir befinden uns beim Held der Steine im Hobbyraum. Sensationell. Leute, ja. Es ist soweit. Ich freue mich, ich habe wirklich lange gewartet. Wir hatten ja schon mal einen Podcast. Ja, es war wunderbar. Wann war das? Dominik hat gemeint, er hat reingehört. Und es ist so lange her, dass wir uns noch dass wir beide uns noch anders anhören. Ja, ich habe auf der Hinfahrt einfach mal kurz reingehört, weil ich dachte, einfach mal schauen. Das ist ja interessant, so was haben wir damals geredet. Es ist 2 Jahre her. Ein bisschen mehr als 2 Jahre, so 2 Jahre, 1 Monat oder sowas. Und wirklich, das ist so krass. Wenn ich das höre, dann denke ich mir, was ist das für ein Mensch? Das war ein anderer Mensch. Du klingst natürlich souverän wie immer. Souverän. Ganz souverän. Aber wir beide wirklich, also das wirklich, als wär's ein anderer Podcaster, gell? Ganz krass. Ganz crazy. Aber vielleicht können wir da direkt heiß einsteigen. Ja, direkt auf die erste Fall. Markus-Lanz-Frage an dich. Oh. Was hat sich in 2 Jahren verändert? Ist das die Frage? Wo siehst du dich in den nächsten 2 Jahren? Oh Gott. Weil direkt zum Anfang des Gesprächs, so erstes Viertel, kamen wir auch auf das Thema halt dein Laden und alles drum und dran. Und da fiel wirklich mehrmals von dir ganz eindeutig der Satz, also auf gar keinen Fall irgendwie noch Angestellte oder sowas. Ja. Da hättest du gar keine Lust drauf. Ja. Und so wie es ist, so lass mal's. Richtig. Was interessiert mich mein Gelaber von gestern? Das ist der klassische Einstieg. Erstmal freue ich mich, dass ihr da seid. Wir uns auch. Ganz wunderbar. Wir uns auch. Ich bin gerne bei euch dabei. Über Discord haben wir das damals gemacht, glaube ich, oder sonst was. Das war natürlich auch nett. War ja auch, klar, Corona-Hochzeit. Aber dann die, jetzt natürlich super, dass ihr mal da seid. Und es hat den Grund, dass wir uns hier treffen können, weil ich angestellt habe. Ja. Ah, sehr gut. Es ging ohne Faxen, es ging einfach nicht mehr. Wir haben verschiedene Sachen probiert und ich habe den Laden immer weiter runtergefahren und es sind aber immer mehr Projekte jetzt dazu gekommen in der Zeit. Weil wir saßen halt alle zu Hause und haben uns überlegt, was wir machen. Man hat immer mehr gestreamt, man hat immer mehr Anfragen auch bekommen. Und als ich dann den Laden wieder öffnen durfte, war der Ansturm absurd. Also es war einfach verrückt. Und dann habe ich ja diesen Straßenverkauf begonnen. Und dann habe ich vorne, ich habe die Leute gar nicht mehr in meinen Laden reingelassen, sondern ich stehe an der Tür von meinem Laden und vorne auf der Kreuzung sind Kunden, mit denen ich dann rede. Und da haben sich halt Schlangen gebildet, also um den Block rum. Und dann habe ich gesagt, okay, wenn es jetzt kälter wird und ich mache den Laden, also ich muss in den Laden gehen, weil es einfach zu kalt ist, um draußen zu stehen, dann kommen die Leute rein, aber gehen nicht mehr. Und dann habe ich ein Thema. Und dann habe ich gedacht, okay, ich suche jemanden, der dann da drin sitzt, der den Laden jede Woche wieder aufmacht, damit sich auch das ein bisschen entspannt, was die Nachfrage angeht. Und dann wird es zu handeln sein. Und das habe ich jetzt gemacht und läuft super und ich bin sehr happy. Und deswegen habe ich jetzt nochmal Zeit, kann den Leuten sagen, hier, macht mal was. Und ich habe Besuch, ich brauche Zeit. Stark. Glaub, das ist absolut wert gewesen dann, dass du es gemacht hast. Ist es. Es ist immer noch sehr aufregend. Ich habe es ja erst ein halbes Jahr jetzt und es ist alles noch anders. Ich bin vorher halt eine One-Man-Show gewesen. Ja, das und ist crazy. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber ihr habt halt Projekte auch im Kopf, die ihr macht. Und dann müsst ihr auf einmal Teile vom Projekt abgeben und ihr wisst dann auch nicht genau, was da immer passiert. Ihr wollt ja aber auch nicht wie ein Terrier den Leuten hinterher rennen. Nachfragen, ne? Und die ganze Zeit so dieses verdammte Micromanagement die ganze Zeit schieben und den Leuten nicht mal ein bisschen Freiraum lassen. Aber auf der anderen Seite brauchst du eigentlich theoretisch die ganze Zeit Feedback, weil du bist ja ein gestörter Kontrollfreak. Ja, Natürlich. Und das alles zusammen ist ein Thema und vor allem bist du dann halt auch mal da und natürlich räumen die auch mal auf und bereiten mir was vor und dann finde ich mein eigenes Zeug nicht mehr und besser. So, das weiß ja nicht, wie ihr das seht, aber für mich ist es ein Thema. Ja, ich habe irgendwann rausgefunden, dass ich nicht lebensfähig wäre ohne andere Leute. Haben wir ja gerade schon vor dem Podcast ein bisschen kurz gelabert. Haben wir schon einiges, ja. Also ich habe gerade auf der Fahrt hierhin gemerkt, dass ich anscheinend, also ich lese meine eigenen Briefe auf jeden Fall nicht. Ich bezahle meine Rechnungen nicht. Und ich habe euch beide gerade vor dem Podcast gefragt, wie man einen Bußgeldbescheid bezahlt, wenn man geblitzt wird. Du bist doch noch jung, das ist okay. Ja, geht. Also ich glaube, mit 25 könnte man auch schon mal wissen vom Ding, oder? Also, ja, ist aber... Das sind die Kontraste. Aber ja, ich glaube, irgendwann muss man den Schritt gehen, wenn man halt, also so, du machst ja jetzt auch nicht nur eine Sache, du machst ja auch viele Sachen. Du streamst, du hast den YouTube-Channel, du hast den Laden und so. Das sind ja im Grunde, könnte man fast sagen, 3 Fulltime-Jobs, die du hast. Und irgendwann muss man hingehen und an den Punkt gehen, dass man halt das abgibt. Ich glaube, das ist die einzige mögliche
Weise, wie man alles drei machen kann, sonst geht's ja gar nicht. Ohne was zurückzufahren. Ja, ohne dass du jetzt alles 30% machst oder so. Richtig, genau, ohne dass das alles zurückfährst. Und das habe ich ja mit dem Laden gemacht. Ich habe mir immer weiter runtergefahren und das fand ich einfach super schade. Ja, ich mag den Laden. Damit hat's ja angefangen, oder? Genau. Ja. Und ich habe ja deswegen meinen Bürojob gekündigt, um einen Laden zu haben und jetzt habe ich den Laden nicht mehr. Und das Was hast du vorher gemacht? Haben wir das damals gelabert? Das haben wir gelabert. Warte, ich hab's ja heute Morgen gehört. Du hast ja heute Morgen gehört. Du warst bei monster.de. Richtig. Und das war ein ganz verkopfter Jobbezeichnung. Irgendwie richtig. Prozessmanager. Prozess-Consultant. Ja. Consultant, du hast es allen Leuten sehr warm ans Herz gelegt, das mal zu machen. Bestes Leben, wirklich. Also einfach nur, wenn du so richtig morgens aufstehen willst mit Strahlen im Gesicht, dann mach die Karriere. Ich höre da eine krasse Ironie raus. Wie hustle da drauf. Ja. Nee, das ist völlig okay. Ich hatte da super nette Kollegen auch und viele Leute machen den Job. Also es war ein guter Job, gut bezahlter auch Job. Also du hast die auch ausgesucht richtig, damals irgendwie. Kannst du dich gar nicht beschweren, es war alles völlig in Ordnung. Aber es ist einfach nichts für mich. Man muss kurz. Ja, und das muss man ja dann irgendwann merken. Dass man wie lange hast du da gebraucht, um das zu merken? Weil das haben wir nämlich letztes Mal nicht so. Drei. Das finde ich eigentlich interessant. Und was kannst du nochmal kurz abholen, was man da überhaupt macht? Also so im Endeffekt, ich weiß nicht, wie das bei jedem, ich meine, jedes große Unternehmen gibt Jobtitel raus und nennt es dann irgendwie und dann steckt was anderes dahinter. Aber im Endeffekt, ich war eine Schnittstellenfunktion zwischen verschiedenen Abteilungen. Um zu gucken, ob Dinge umsetzbar sind, die zum Beispiel die Finanzbuchhaltung haben wollte in einer gewissen Art und Weise, aber der Vertrieb hat gedacht, wir machen lustige Dinge. Und vielleicht hat aber die Technik gesagt, wir können das nicht umsetzen. So, okay. Und das war dann immer so ein Punkt. Du hast die Schnittstelle, die alle verbunden hat. Und ich das klingt jetzt schon. Und ich war in allem so ein bisschen drin, das war sehr spannend und es hat mir alles sehr viel Spaß gemacht. Da hat man halt die Sachen versucht, irgendwie miteinander zu verbinden, dass es klappt. Mm, mit den richtigen Leuten halt, ne? Das ist halt, glaube genau. ich. Genau. Und das war halt auch viel Meetings und so. Aber super nette Leute, ganz junges Team gab bei Monster. Das war eine Zeit, in der es dem Laden auch sehr gut ging. Ich bin dann gegangen, der ist jetzt pleite. Ich sehe da eine inhaltliche Verknüpfung. Ja, wollte ich gerade sagen, ist eine Verknüpfung. Nee, war ja ein Riesenschuppen. Das war einfach nicht meins. Und ich habe da gemerkt, nur während ich da saß, dass ich zum einen, das ist ein Problem, ich bin nicht der beste Teamplayer, glaube ich. Das ist nicht meine Stärke. Ich mache die Sachen gerne selbst, ich mache sie in meiner Geschwindigkeit. Und wenn ich gerade gut drauf bin, arbeite ich viel und schnell und in anderen Zeiten gehe ich Kaffee trinken und mache irgendwas und dann arbeite ich aber wieder Vollgas. Mhm. Und wenn andere diesen Takt nicht mitlaufen, habe ich ein Problem mit denen zu kooperieren. Mhm. Ja. Und aber es ist halt auch schwierig, wenn du den, wie du selber sagst, ja auch immer veränderst. Ne? Ja, klar. Also es ist ja nicht so, dass du immer ballerst und dann müssen die mitziehen, sondern du machst ja auch mal langsam, wie du meinst. Richtig, liegt an mir. Liegt nicht an denen, also wie die arbeiten, liegt an mir, wie ich arbeite. Ich glaube, ich bin auch so. Ich glaube, ich wäre auch ein grauenhafter Teamplayer. Du wärst, oder? Hallo. Ich wollte gerade sagen, seid ihr nicht manchmal ein Team? Aber zwischen uns beiden funktioniert es, glaube ich. Ja, da läuft es irgendwie einfach. Das funktioniert, aber an sich bin ich auch ein grauenhafter Teamplayer. Also ich stelle mir das auch vor, wenn ich so mit so 10 Leuten, oder wahrscheinlich waren es sogar noch mehr bei dir, mit denen man dann quasi sich absprechen muss und dann irgendwie auch, ja, keine Ahnung, halt Dinge abklären muss und so. Ich glaube, ich würde das nicht hinbekommen. Gerade in der Position, wo du warst, wo man quasi sozusagen der organisierende Part ist, wo man 3, 4, boah, was geht da? Alter. Wir haben das soll man nicht sagen, was du über uns verstehst wahrscheinlich, ne? Nee, wir haben aber echt Leute da, die, nee, aber ich gerade, das ist doch gerade irgendein, die machen doch da was Special, oder? Das ist doch gerade, ich weiß nicht, ob die da langsam, es klang mal so kurz, als würde irgend so eine Herde durchtrappen. Ja, es war so ein bisschen so eine Elefantenherde, kannst du bei uns drüber laufen. Ich weiß nicht, ob man so ein Mikro hört, aber oben drüber ist auf jeden Fall ordentliche Stimmung. So war's. Als wenn so jemand versucht, Regen nachzumachen. Aber mit den Füßen. Ja, aber mit den Füßen, aber leider. Was nicht gut funktioniert. Leider mit den Füßen. Vor allem 2 Stunden vorher nichts. Jetzt machen wir die Aufnahme, alles klar. aber ich glaube, ich wäre komplett chaotisch da. Also ich wäre auch kein Teamplayer. Aber wo warst du stehen geblieben? Du bist. Genau dort. Das ist halt diese Abstimmungsthematik, weil ich wollte meine Geschwindigkeit haben, ich wollte meine Arbeitsvorstellung umsetzen. Boah, die eskalieren komplett. Ich bin gespannt, man hört später nichts, weil wir reden hier über Sachen, keiner weiß, warum. Und die Leute denken, das ist alles in unserem Kopf. Da müssen wir die Sounds einfügen. Das wir finden. Ihr schafft es. Wir machen das. Aber, und dann habe ich da gesessen, habe nur gemerkt, okay, ich die eskalieren so krass da oben. Jedes Mal, wenn du ansetzt, aber das will ich, die warten auf, bis du anfängst zu reden. Ich glaube, da ist irgendwas. Dass ich dann da im Meeting saß und mir gedacht habe, okay, es ist auch ein Problem, wenn das gar nicht deine eigene Arbeit ist, sondern, also dein Produkt ist, sondern es ist ja eine Firma, für die du arbeitest, war eine große Aktiengesellschaft. Und dann bist du ja auch gar nicht emotional verbunden mit dem Ergebnis. Das kommt drauf an, bei manchen Leuten ist das so, aber bei dir jetzt in deinem Fall nicht. Ich konnte es nicht. Ich konnte zwar sagen, okay, ich bin froh, dass der Prozess jetzt gut läuft und ich bin froh, dass das geklappt hat und zwar ein Kunde, der hat ein Problem, es ist gelöst oder der Kollege kriegt es nicht hin und jetzt haben wir es gelöst, das ist ein gutes Gefühl in dem Moment. Mhm. Ja. Ich habe mir gedacht, es ist eigentlich komplett egal. Also es ist völlig wurscht. Ich meine, es ist nichts davon hat mich wirklich angegriffen, dass ich irgendwie am Ende des Tages gefeiert hätte. Ja. Ja.
Und ich feiere eigentlich ziemlich gerne so meine Sachen, die ich tue. Also das finde ich geil. Ich freue mich auf irgendwas, dann ziehe ich das durch. Wenn es fertig ist, dann bin ich gut drauf. Ich finde, das ist, also man merkt es bei dir sehr, sehr krass, dass du so, also ich kenne fast keine Person, die ich so als so leidenschaftlich hinter der ganzen Sache sehen würde wie dich. Also so, gerade was dieses Lego-Thema angeht. Ich glaube, deswegen gucken auch richtig viele, oder diese Klemmbausteine angeht. Wollen wir aufpassen? Wichtiger Unterschied. Ja, ist wichtig. Ich glaube, deswegen gucken so viele Leute deinen Channel. Auch wenn sie vielleicht selber gar nicht so krass im Thema sind. Also mir geht es voll oft so, dass ich so, ich lasse mich ultra gerne anstecken von Leuten, die einfach super krass brennen für irgendein Thema, was mich vielleicht nur so 50% oder so interessiert. Und ich glaube, das ist halt auch so das Ding. Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass man es das in seinem Job hat, um da glücklich drin zu werden. Denke ich auch. Weil sonst, wofür macht man es dann so? Für Geld? Ja, okay, klar, also braucht man natürlich auch, ne? So ist nicht, aber so ist halt, ist, glaube ich, was ich meine, ne? Ja, ist glaube ich, ein gefährlicher Aufwachmoment. Für jeden Arbeitgeber, wenn die eigenen Arbeitnehmer irgendwann merken, warte mal ganz kurz, für was, warum bin ich eigentlich hier? Ja. Also für was mache ich das eigentlich? Ne? Wobei manche sind halt einfach auch zufrieden damit. So, also viele, glaube ich, die sagen einfach, ja, ich bin hier, ich mache das, dann kommt einmal im Monat kommt dann Geld aufs Konto und dann ist das Thema gegessen. Aber bei mir war das auch so, als ich noch den normalen Job hatte, wenn ich mich dafür nicht wirklich hätte begeistern können und die Firma war zum Glück klein genug, dass man wirklich auch selbst hinter dem Produkt irgendwie so sich identifizieren konnte damit, dann hätte ich mich, glaube ich, auch nicht glücklich gemacht, in so einem großen Ding da irgendwie drin zu stecken. Ich glaube, je größer eine Firma ist, desto mehr ist es auch, dass man dann vielleicht nicht so attached ist, wie sagt man das so, nicht so verbunden ist mit der Firma. Weil du meintest ja, bei dir ist ein riesiger, was ist das, Finanzding gewesen oder so? Oder es war eine Jobbörse, aber es war eine Aktiengesellschaft. So. Ja, genau. Ja. So, das ist ja was anderes, als wenn man jetzt zum Beispiel so wie du in einem Team von 10 Leuten oder so gearbeitet hast. Ja, noch kleiner weißt du? Sogar teilweise. Also du hast, also wenn du zum Beispiel über deinen alten Job redest, dann klingt es schon so, als wärst du emotional schon sehr verbunden damit. Extrem. Und das war sehr familiär und so alles. Ne? Ja. Das war halt perfekt eigentlich so. Ja. So würde ich es mir wünschen für jeden gerne. Ja. Aber so ist halt nicht. Ja, aber es will ja nicht jeder auch so haben. Ich denke ja, ich will es auch gar nicht werten. Also ich meine, in dem Team, in dem ich war, meine direkten Kollegen, ich bin ja auch mit Leuten noch befreundet. Steff hat ja mit mir auch in diesem Team eine Zeit lang gearbeitet. Ah, okay, krass. Also da haben wir uns ja auch ursprünglich kennengelernt vor gefühlt 15 Jahren. Und das passt, aber für manche ist es halt auch mit dem Job einfach was anderes. Wie du es gesagt hast, die gehen dahin. Machen den Job, bekommen das Geld, aber der Fokus liegt viel mehr noch auf der Freizeit oder auf anderen Dingen. Und dann ist das nicht der, oder manche gehen ja auch hin, um abzuschalten auch. Also quasi nicht um zu pennen auf der Arbeit, aber um auf andere Gedanken zu kommen als das, was sie privat machen. Also wirklich, dass man zwei Welten hat. Manche pendeln ja auch gerne eine halbe Stunde, damit sie gedanklich abschalten von der Arbeit und auf Privatmodus umschalten. Ist wahrscheinlich auch gar nicht so schlecht. Kann sein. Für die meisten, ne? Ich habe auch immer das Gefühl, dass es irgendwie vielleicht ist das sogar gesünder als so das, was wir so machen. Das ist immer der Gedanke. Kennst du das auch? Vieles ist gesünder als das, was wir machen. Ja, also. Dass man immer so denkt, weil der erste Gedanke, wenn man sowas redet, ist immer, ja, okay, man will es nicht werten, aber man würde für sich schon sagen, dass man froh ist, dass man so ist, wie man ist, weil ja, dann kriegt man Dinge mehr getan. Aber dann der zweite Gedanke kommt so, wenn man so denkt, vielleicht ist es bei den anderen eigentlich besser. Also vielleicht ist das da auf Dauer ein bisschen entspannter. Aber ich glaube, das, was halt wirklich das beste Gefühl ist, finde ich, so, ich kenne nicht dieses, was, also so, wenn man mit Leuten labert, die einen 9-to-5 haben, dann haben die immer so dieses lästige am Sonntagabend, so, ich muss morgen auf die Arbeit, uff, Alter. Und ich glaube, also das erinnert mich so ein bisschen an so, uff, ich muss morgen in die Schule, muss morgen zur Uni oder so. Ja. Das mit der Uni hatte ich jetzt nicht so lange, aber. Ungefähr 2 Wochen hast du das. Das waren schon 2 Monate, aber so. Und das war immer ein nerviges Gefühl in der Schulzeit so. Und ich glaube, das haben halt auch manche Leute auf der Arbeit so. Das ist dann das, was dann die Downside davon ist, ne? Das Problem kann bei uns nicht auftreten, weil man halt jeden Tag arbeitet, ne? Da gibt es keinen Tag, wo du sagst, ach Mann, das muss ich morgen wieder hin. Ja. Hattest du mal so eine Phase, wo du so wirklich krass runterfahren musstest, weil du so wirklich dich überarbeitet gefühlt hast, oder bist du da immer so ziemlich balanced? Weil du meintest ja eigentlich, dass du so relativ dann auch mal runterfährst und so, aber manchmal. Ja, also vorher, ich habe davor, habe ich für eine, also okay, ist, wenn ich rede, haben die da oben Party. Ja, ja. Aber es ist, ich hatte, davor war ich quasi selbstständig auch und habe für Unternehmensberatung gearbeitet, und das waren, also selbstständig, es waren einfach Projektaufträge immer für gewisse Zeiten, da war ich viel unterwegs. Und da habe ich zu viel gearbeitet, ohne Pausen dazwischen, und das dann über viele Jahre, und das war ein Problem. Das geht dann irgendwann an die Substanz. Die Anstellung in der Firma war geregelt dadurch, dass die Firma ja auch einen Takt hat, in der der Konzern läuft. Und dadurch hat man ja automatisch auch Pausen, es geht ganz gut. Und jetzt mache ich ja meine eigenen Sachen. Und da merke ich auch gar nicht, wenn ich mal Monate durcharbeite einfach. Weil ich habe ja meinen Spaß. Also es sind ja meine Sachen, meine Projekte. Dann hast du es halt wirklich eigentlich alles richtig gemacht.
Für mich ja. Für mich ja. Für andere wäre es eine Katastrophe vielleicht. Für mich, ich finde es für mich genau richtig. Ja, aber ich finde, du, also es ist auch, wir haben auch davor ja schon so ein bisschen gelabert, was du sonst so alles machst und so. Und es wirkt immer so, als würdest du einfach die Sachen verfolgen, die dir einfach richtig Bock machen, egal im Grunde, wie es jetzt ankommt. Also klar, achtet man wahrscheinlich da auch so ein bisschen, auch vielleicht unterbewusst drauf. Aber es wirkt so, als wenn du einfach Bock hast, irgendwie in deinem Stream irgendwie zu kochen, dann machst du das. Wenn du hier Bock hast, irgendwie Billard zu spielen, dann machst du das. Wenn du Bock hast, ein Lego-Set zusammenzubauen, dann machst du das. Und ich glaube, das ist cool. Ich glaube, mir fällt es manchmal voll schwer, dann so dieses, wie kommt XY an, auszublenden und einfach komplett 100% das zu machen, worauf ich Lust habe. Und das wirkt so, als würdest du es hinbekommen. Geht, es ist die, das ist der Segen des Alters. Weißt du, ab einem gewissen Punkt interessierst du dich weniger erstmal für das, was die Welt denkt, was du machst. Ich glaube, ich freue mich schon so drauf, wenn ich so 75, 80 bin, wenn ich halt einfach mache. Ja. Und ich einfach denke, es ist mir so egal, was die Welt denkt. Ich habe das schon so unter Kontrolle hier. Und das ist ein Bonus, aber natürlich klar, ich meine, du bist noch mehr in der Öffentlichkeit als ich, du hast natürlich noch mehr Feedback, was du kriegst, ja. Du kriegst halt da sehr viel zurück. Ich weiß nicht, ich habe tatsächlich gemerkt, dass ich versuche manchmal es in den Kommentaren zu finden oder mir nachträglich nochmal irgendwie Feedback einzuholen, da merke ich es nicht. Aber wenn ich mir ein Video angucke, von dem ich weiß, in welcher Stimmung ich das gemacht habe, ich war genervt an dem Tag, ich war genervt von dem Set, ich fand, ich habe keinen guten Job gemacht, merke ich das sofort. Mhm. Und ja, wenn jeder, ich dann, das Video ist okay gelaufen, aber es gibt ja Videos, wo ich merke, geil. Also die gucke ich mir selbst von mir gern an sozusagen. Ja, ich mir, voll. An dem Tag warst du gut drauf, da hat alles funktioniert, da hast du Bock drauf gehabt. Und das merke ich dann, wenn ich andere Sachen mache. Und dann merke ich, okay, gut, wenn es zu oft in die falsche Richtung geht, muss ich andere Dinge machen. Hast du ein Lieblingsvideo von dir selber? Ich mag ein Video, da habe ich einen Katalog besprochen. Das ist ein relativ frühes Video. Das sind die besten Videos. Und da habe ich einfach mal so zwischendurch einen älteren Katalog rausgenommen und habe Sachen erzählt. Und ich habe für mich selbst Insider eingebaut, über die ich mich gefreut habe. Es gibt ja, ihr kennt es ja, unter dem Video wird dann ein Timestamp gemacht. Hey, super Stelle und so, ja. Die Stellen, die ich in dem Video mache, hat keiner einen Timestamp versehen. Ja? Weil das sind Sachen, scheißegal, aber ich habe dann irgendwie so Dinge eingebaut, dachte mir, Knüller, dass ich in dem Moment da drauf gekommen bin. Saugeil. Keiner versteht's. Aber ja, da habe ich mich selbst über mich sehr gefreut. Ja. Geil. Okay, check. Ich frage mich so, als du das gerade erzählt hast, mit so, dass, also ich kenne das zum Beispiel, man nimmt mal ein Video auf und man war so semi-zufrieden damit, weil, wie du meintest, man ist dann irgendwie gestresst oder so, kennst du safe auch. Und dann, ich kenne das dann, dass man dann so vor diesem YouTube-Studio bei dieser App hängt und dann guckt man so, wie es ankommt. Und dann freut man sich halt extrem, wenn halt es dann gut ankommt oder fuckt sich da vielleicht auch ein bisschen ab, wenn es halt nicht so gut ankommt. Bist du so, ich kann mir das nämlich gar nicht vorstellen, wie das bei dir ist. Bist du so jemand, der so YouTube-Views checkt nach dem Upload oder ist es dir einfach, lädst du einfach hoch und dann ist egal? Wie sieht so ein YouTube-Upload bei dir aus? Verstehst du, was ich meine? Ganz häufig lade ich Just-in-Time hoch. Also ist für mich wirklich das Thema, dass die HD-Verarbeitung von YouTube für mich ein Stressfaktor ist, weil ich sage, okay, es ist Sonntag, 10 Uhr morgens, das Video muss jetzt live gehen und die haben halt bis 9.56 Uhr für die HD-Bearbeitung gebraucht. Und da denke ich mir, okay, da bin ich im Stress. Das heißt, normalerweise habe ich die Videos nicht weit vorproduziert und bin dann drin und dann geht das Ding um 10 live und ich bin happy. Und dann bin ich erstmal weg und häufig checke ich dann mal so 3 Minuten später nach groben Fehlern. Also das wird mir ja sofort gesagt von wegen irgendwas. Keine Ahnung. Also du selber jetzt oder gehst du Kommentare dann durch? Weil das ist ja der Klassiker, oder? Kommentare. Da war irgendwie ein komischer Ton. 649 Handynummer geleakt oder so. Ja, das ist ein großer Angriff. Das kann bei mir wenig, aber ich gucke halt so auf das Ganze, damit ich nochmal einen Kommentar drunter schreiben kann, was weiß ich, dass mir komplette Grütze irgendwas, keine Ahnung, ignoriert, okay. Sonst was oder irgendwas in der Art. Passiert alle 200 Videos mal, dass ich irgendeinen Mist mache. So, das ist so das, was ich kurz mache. Und danach ist das Video eigentlich erstmal aus dem Kopf. Du hängst nicht an den Analytics dran? Ich checke nochmal, jetzt zum Beispiel hatte ich gerade ein Video, da hat man ja vorher das Gefühl, okay, dann werde ich in die Trends gehen mit dem Video, das ist eigentlich relativ sicher und dann ist es ein Video, was stark erwartet worden ist. Bei welchem Video war das? Zuletzt jetzt der Eiffelturm zum Beispiel, den Klar, das war jetzt das neue Set, das ist jetzt das größte Set von Lego, ne? Das höchste zumindest, nicht okay, das die meisten Teile, aber es ist das höchste. Das zum Beispiel, das Video ist rausgekommen und da habe ich mal nach einer Stunde gecheckt und dann habe ich gesehen, okay, ist auf Platte 1 bei mir natürlich. Und da hat es gepasst, dann habe ich mal geguckt, aber wie so wie die Kurve läuft. Ob das einer ist, der wirklich hochgeht oder ob die erste Stunde gut war und danach sind. Und dann interessiert mich mal kurz, was das Video so, wie sich es verhält. Und dann checke ich nochmal so nach 10, 12 Stunden, ob es in den Trends eingeschlagen ist. Was passiert, wenn du reinschaust und dann steht da 10 von 10? Also für alle, die vielleicht jetzt nicht in unserem Job arbeiten, das ist das Schlechteste, was geht. Es wird immer verglichen. Es ist ja eigentlich kontraintuitiv zu der eigenen Skala. Also
es wird quasi immer verglichen, wie gut kam das Video an nach derselben Zeit, also zum Beispiel ist es jetzt seit 2,5 Stunden draußen, dann wird es mit den letzten 10 Videos verglichen, wie viele Views die hatten nach 2,5 Stunden und dann, wenn es halt 1 von 10 ist, dann ist es quasi das Beste von den letzten 10 nach 9,5 Stunden und 10 aus 10 ist dann das, was man tendenziell nicht sehen möchte. Ja. Aber dann ist auch wieder die Sache, sag ich mir, dass dein super Video, was du vor einem Monat gemacht hast, halt, na gut, so weit geht's noch nicht zurück, aber ist egal, aber dass das dann natürlich dein größter Feind ist. Wenn ich dann alles, was ich nach dem Eiffelturm raushaue, wird schwächer sein als das davor. Ja. Das du heißt, dass das 10 von 10. Das ist wahrscheinlich 1 von 10 dann. Das genau. Kannst du wahrscheinlich dann nicht schlagen. Weil da heißt, du hast 9 Videos lang, wirst du eine 2 von 10 richtig, maximal. Ja. Maximum. Und wenn die Videos sehr gut liefen, weil normalerweise, wenn der Eiffelturm dann gut läuft, dann gucken die Leute sich danach das Video davor nochmal an und das nächste gucken sie auch stark an, wurscht, was ich poste. Mhm. Und deswegen weiß ich ja, okay, du musst es immer in Relation setzen. Und dann weiß ich auch, aber das macht mir Spaß, deswegen mache ich es mir doch völlig wurscht, ob dann mehr oder weniger Klicks sind. Manche Sets ziehen einfach die Masse nicht. Da bist du in einem Nischenthema drin. Dann stellst du eine mittelalterliche Bäckerei vor. Ja, okay. Weißt du, damit lockst du halt. Also ich würde da draufklicken. Ja. Ja, du bist aber auch genau die Nische, Bro. Ja, also das okay, ist das okay. Ding. Ab in die Nische für die Bäckerei, großartig. Aber andere Sachen rocken halt. Wenn ich dann natürlich irgendeinen Titel rausfeuere und sage, was ein Scheißset. So, dann klicken die Leute ja, drauf. Klar, natürlich. Das ist der Klassiker. Ja. So, und das ist so eine Sache, da weißt du ja, okay, da erwartest du, es läuft gut. Und das andere Video macht mir aber viel mehr Spaß, weil es ein Set ist, was ich cool fand. Ich habe es gerne gebaut. Aber dann rechne ich mit 10 von 10. Genau, weil aber Bäckerei, was passiert, okay. Und das ist jetzt das Interessante. Was passiert, wenn du denkst, heilige Scheiße, ich werde dir den Banger des Jahrtausends jetzt raushauen. Ne? Jetzt schlägt es ein. Jetzt. Die müssen YouTube schließen, weil macht keinen Sinn mehr. Haben alles Server, gesehen. Neue Server dazu kaufen. Neue Server, es macht keinen Sinn mehr. Nur noch dieses eine Video wird online bleiben, alles muss gelöscht werden. Und dann wird es eine 10 von 10. Betrifft dich das dann irgendwie oder sagst du einfach, ha, schade, na gut, dann probieren wir es mal wieder weiter, oder? Dann, also hatte ich noch nicht. Also dieses, ich muss sagen, es ist eine Ansage. Es läuft halt, ja. Das ist eine Ansage. Nee, also die Videos, die, es ist zu aufgemalt. Es ist zu aufgemalt. Wenn das ein Video ist, das zieht's. Also dann, das ist auch ganz ehrlich, da kannst du auch. Okay, du also, weißt da schon sehr genau, was wird funktionieren. Ich kenne das aber auch. Also es gibt Videos, da denke ich so, boah, ich glaube, die werden gut ankommen, so, da. So, wenn die dann kommen die manchmal so mittel oder halt vielleicht auch schlecht an, okay, aber es gibt so Dinger, da weiß man, okay, ich lade das hoch und das wird 100%ig, also vielleicht gibt es eine 1% Chance, dass YouTube an dem Tag einen Bug hat oder so, ja. Aber ansonsten wird ansonsten dieses läuft. Video wird abgehen, weil das ging genau das gleiche schon dreimal vorher krass ab und das ist was Zeitloses und ich glaube, Leute werden sich auch noch in 2 Jahren reinziehen, wenn du über ein neues Star Wars Set abbrantest. Genau. Also, da brauche ich mir keinen. Wenn es irgendein sehr, sehr teures Set von Lego gibt, was einen offensichtlichen Fehler hat. Genau. So, da dass, hast das du immer, du hast eigentlich, immer laufen. Wirklich, eigentlich deine Nische ist geil, weil du hast Bock da drauf und du kriegst ja wirklich von Lego den Content quasi vor die Tür gesetzt. Ja. Die werden auch immer schlechter, ja, ne? Die werden immer schlechter, du hast dann immer die anderen, die immer cooler werden. Also das ist ja wirklich, wenn ich es mir gerade so überlege, das ist ja absolut eine Content-Maschine für die nächsten Jahrzehnte. Ich beschwere mich nicht. Es läuft. Es das läuft. Ist ja absolut ja, an der Stelle. Ja, genau. Und dann weißt du halt, dann kommt es ja noch ein bisschen drauf an, natürlich, ja. Aber dann ist es meine persönliche Stimmung, was ich in dem Video mache, wie ich dann am Tag drauf bin. Das wissen ja aber die Leute beim Klick ja noch nicht. Also, das Video wird auf jeden Fall gute Erstaufrufszahlen. Haben es dann die Frage, was ist die Zuschauerbindung? Das sind Sachen, die mich dann eher in den Analytics interessieren. Also, da bin ich länger drin, wenn ich schaue, wo habe ich die Abbruchraten im Video, was wird geschaut an dem Video, wo wird hingespult, was ist die Szene, die am häufigsten läuft. Das sind eher Themen, die mich interessieren, weil das ja mein Community-Feedback ist sozusagen. Ja. Auf jeden Fall, ob das Video halt interessant war, ne? Check, klar, genau. Also Views sind halt einfach nur, wie viele Leute interessiert das Thema, aber so, wie lange wurde es geguckt, ist dann halt wirklich, wie interessant war das Video. Ne? Genau, und das ist für mich viel spannender. An welche Stelle lässt man nächstes Mal raus vielleicht? Ja. Oder richtig, so. Genau. Oder wo du einfach merkst, okay, du hast vielleicht mal deine Community verloren an der Stelle. Weißt du redest gerade dich in eine Ecke rein. Das mag ich an den Live-Videos. Das mag ich sehr, dass ich merke, ich rede in eine Richtung. Da muss ich auch immer mal gucken, dass ich den Chat so mit einem halben Auge zumindest sehe, während ich baue. Damit, wenn ich gerade irgendwie so abdrifte inhaltlich, damit ich gucke, nehme ich die Leute mit. Ja. Oder geht es da los, dass sie sagen, der alte Mann redet wieder vom Krieg und ich weiß nicht, worum es geht. Weißt du? So. Und dann muss ich so ein bisschen reingucken. Und dann sehe ich das und dann weiß ich, was passt. Dafür liebe ich die Live-Content-Sachen. Ja, verstehe ich. Bereitest du dich vor, wenn du so ein normales YouTube-Video aufnimmst? Nö. Einfach, gehst du einfach rein? Ja. Einfach so, du weißt, okay, du willst heute ein Set, zum Beispiel das Eiffelturm-Set, willst du vorstellen, gehst einfach rein. Du bist ja komplett uncut, oder, deine Videos? Ja, komplett, ja. Da ist kein einzelner Schnitt drin, oder? Nein, keine. Das ist ja auch keine Musik, gar nichts, oder? Du gehst einfach an. Das ist genial. Ich weiß nicht, wie das geht. Das ist so geil. In der Verarbeitung nimmst du einfach die MP4, machst Anfang, Ende schön und dann lädst du es hoch, oder was? Schön ist gut, ja. Ich habe ein Open Source kostenloses Schnittprogramm mir gesucht, was am kleinsten ist, wo am wenigsten Auswahlmöglichkeiten sind.
Und ich drücke auf Aufnahme, also da gehe ich mit dem Finger so nach vorne. In diesem Programm oder was? Oder wo? Nee, also an meinem Tisch. Drücke ich dann auf den Camcorder auf Aufnahme. Ach so, ja. Dann läuft die Aufnahme, das heißt, ich sehe dann meinen Finger, wie der weggeht. Ja. Dann sitze ich da, mache mein Gesicht, fange das Video an, am Ende sage ich dann Verabschiedung und dann komme ich mit dem Finger wieder nach vorne und drücke drauf. So. Das ist die Aufnahme, die ich sehe am Ende. Okay. Und dann gehe ich in mein, ich nenne es Schnittprogramm. Sag ehrlich, ist es Movie Maker? Nein. Ist der Windows Movie Maker? Du kannst es ehrlich sagen. Ich meine, der macht seinen Job, okay. Und ich glaube, für das, was du brauchst, wäre der Movie Maker tatsächlich perfekt. Kannst du auch noch so einen Effekt am Ende einbauen? So ein paar Sterne, die von oben runterkommen. Ja, okay, das kann mein Programm nicht. Das ist viel zu krass schon. So, und dann nehme ich vorne diese 8 Sekunden weg, bis ich bei meinem Anfangsgesicht bin. Dann nehme ich davon einen Screenshot aus dem Programm, das ist mein Thumbnail. Ja. Ja, aber das Screenshot überlegst du dir schon, was du da dann nimmst. Nein, also, das ist das erste Frame von meinem Video. Frame 1. Da habe ich noch nie drauf geachtet. Das ist mein Thumbnail. Wisst ihr, was ich sorry, erzählst du. Nee, und danach speichere ich es und dann lade ich es hoch. Weißt du, was ich geil finde? Ich war mal auf deinem YouTube-Channel und habe halt so geguckt, ich wollte halt im Stream irgendein Video von dir gucken, ne? Weil jemand meinte, hey, schau doch mal, wie dann hält der Steine-Video. Da dachte ich so, ja Mann, gute Idee, machen wir. Und dann war ich so auf deinem YouTube-Channel und du hast dieses Gesicht von dir in den Thumbnails, ist bei jedem Thumbnail exakt gleich. Seit so 200 Videos. Und das ist so stark. Geil. Das ist so geil. Stark. Ich finde das richtig gut. Ist auch der Plan. Und ich weiß nicht, ob du dafür Leute hast oder ob du es selbst machst, aber ich spreche immer. Warte mal. Okay, er hat Leute. Wie ist es denn? Ich spreche manchmal mit meinem YouTube-Manager, mit meinem Kollegen dort halt und spreche mit dem so ein bisschen. Ja, dann hab ich Leute. Macht er nicht. Ja, das ist Telefon, ich verstehe das alles nicht. Ja, genau. Und das mit dem spreche ich und der hat mir auch am Anfang gesagt, irgendwie nach so 200 Videos oder 300 hat er gesagt, hier, das mit den Thumbnails, also nach unseren Berechnungen, das sind keine, auf die Leute klicken. Ja, es geht nicht, da ist kein... Die Farben sind nicht okay, viel braun, weil mein Tisch aus Holz ist, ist nicht gut, komisch, nervöser Hintergrund, Dinge, du schreibst nichts drauf, damit die Leute wissen, worum es geht, ohne dass sie den Text lesen, immer dieses Gesicht, das ist halt mein Gesicht, ist perfekt. Und also alle die Sachen, und er hat gemeint, also wir könnten da viel mehr aus den Videos rausholen und so weiter und so fort. Jetzt habe ich über 1000 Videos so draußen, er sagt, ey, deine Thumbnails funktionieren, es ist total gut, die Sachen passen. Ich, okay, komm. Und es gibt da halt keine goldene Regel. Ich glaube, das Ding ist auch einfach, die Leute wissen exakt, was sie bekommen. Also das, da labern wir sehr viel drüber. Ich glaube, es ist voll wichtig, dass ein YouTube-Zuschauer, bevor er auf ein Video klickt, weiß, okay, was erwartet mich hier? Mhm. Und deine Zuschauer wissen seit 1000 Videos, was die bekommen. So, die klicken auch auf das nächste Video, weil die wissen genau, okay, die sehen dieses Set da und du wirst darüber reden und entweder die positiven oder die negativen oder beide halt dann. Die Videos sind ja vom Ding genau. Her eigentlich immer so von der Struktur immer, sag mal, gleich, ohne es schlecht zu meinen. Aber es ist ja einfach genau. Mhm. Mir ist gerade eingefallen, du hast doch auch mal, glaube ich, Vlogs gemacht, oder? Hast du nicht mal so USA-Vlogs gemacht? Das mache ich auf dem Der Held-Kanal. Held der Steine, okay. Bleibt da clean. Ich habe ganz am Anfang, als ich angefangen habe, andere Dinge noch zu machen, habe ich 2 Videos, glaube ich, aus den USA gepostet auf dem Held der Steine-Kanal, die nicht mit Klemmbaustein primär was zu tun haben. Das würde mich interessieren, was da passiert ist. Und da habe ich, die sind okay gelaufen tatsächlich. Ja. Also es war kein Problem, aber die Leute haben natürlich eine andere Erwartungshaltung, was das Video angeht. Die denken, okay, ich bin auf dem Held der Steine-Kanal, was wird hier? Es wird um Steine gehen. Und dann habe ich hatte einen schönen Pickup in Dodge Ram und habe über den gesprochen und die haben sich ja gedacht, was, der alte Mann. Warum einfach nur? So. Und dann habe ich mir gedacht, alles klar, und dann habe ich den der Held-Kanal aufgemacht. Ja. Und dann habe ich angefangen, das Zeug dort rüberzuladen. Ja, oben geht jetzt ein Trommelwirbel los. Trommeln die auch einfach da. Die Familie feiert da oben. und dann habe ich den, und dann habe ich da den der Held aufgemacht und habe ich gesagt, okay, da kann ich rumlatschen. Da kann ich in meinem Sessel sitzen und Dinge erzählen. Ach, da machst du deine Real Talk genau. Formate. Boah, das sind auch so geile Videos, wo du einfach nur in den Stuhl sitzt und sauer bist. Einfach in Rage. Das kann passieren. Ich bin aber ein ruhiger Fahrer. Ja, absolut. Deswegen ist das kein Problem. Und da kann ich einfach quasseln. Und da ist übrigens auch mein Schnittsystem ist gleich. Das mache ich auch selbst. Du setzt dich hin und quasselst. Du kannst ja nichts rausschneiden dann. Also wenn du dich hinsetzt und zum Beispiel über die Stadt Frankfurt dich aufregst, das habe ich gesehen, wo du geparkt hast da und aufgeschrieben wurdest. Die Hunde. Weil da die Parkfläche nicht so konkret drauf gemalt auf dem Boden. Aber die haben gegen mich verloren vor Gericht. Also, wirklich? Ja. Das ist auch schon krass. Ja. Der Start gegen Thomas, Alter. Ja, und direkt haben sie eingepackt. Die kommen nicht nochmal. Aber konzentrierst du dich dann doll drauf, was du sagst, oder denkst du, ey, wenn mir was rausrutscht, was ich jetzt vielleicht eigentlich anders sagen würde, aber ich schneide halt nicht, dann lasse ich es einfach drin. Mache ich schon. Also ich muss gucken, es gibt da Momente, wo ich
inhaltlich während des Videos, weil ich bereite mich auch nicht vor. Ist ja auch doof. Gehst du da auch, das wäre meine Frage auch gewesen, gehst du einfach rein in diese Sachen, wo du über Galeria Kaufhof die Hops nimmst? Und Ich habe was im Kopf, worüber ich nachgedacht habe, und dann setze ich mich hin, drücke auf das Video und geht los. Okay. Und dann merke ich während des Videos, dass ich gedanklich abdrifte und dass das Video keinen Sinn ergibt. weil ich anfange... Merke ich auch oft. Bei mir selber halt. Aber wir lassen es dann so. Ja, wir lassen es dann. Das ist eigentlich ideal, vor allem wenn man zu zweit ist, geht es. Aber wenn du da alleine sitzt und du fängst an zu reden und dann hast du selbst einen Gedanken, den du einflechtest, und dann driftest du weg und du merkst dann nach so 5 Minuten Reden, du bist woanders rausgekommen. Also es geht überhaupt, das sind 2 Videos, du hast sie zusammengepackt und den Übergang hat niemand gemerkt, weil der war nur in meinem Kopf. Ja. Und ich rede auf einmal anders weit und denkst dir, okay, ist nicht gut. Und dann drücke ich nochmal auf Stopp und sag, okay, jetzt fass dich. Aber es wäre auch mal geil, sowas hochzuladen, einfach zu schauen, wie viele Leute merken es denn überhaupt. Was, genau. Und oder machen sie es einfach nur zum Einschlafen? Ja, aber die glauben dann, ich habe irgendwelche Persönlichkeitsstörungen. Das heißt, es ist, irgendeiner hat angefangen und auf einmal fange ich an zu zetern über ein komplett anderes Thema. Und ich denke, okay, was stimmt mit dem Mann nicht? Und sowas nehme ich dann mal raus. Ja, weil das geht. Okay. Aber die Sachen, die anderen Formulierungen, ich habe eigentlich bisher selten wirklich daneben gegriffen, glaube ich. Also. Ja. Ich hätte es auch nicht im Kopf. Es geht, glaube ich, so. Ja. Aber wie gesagt, die Leute sind ja auch gut konditioniert. Ich meine, wenn man meine Videos schaut da meistens mehrere und dann weiß man, woher man kommt. Und wenn ich da mal was sage, was auf 2 Arten interpretiert werden könnte, dann nehmen die richtige Spur. Ja, weil die dich halt schon top genau kennen. Ne? Ja. Und das funktioniert eigentlich sehr gut. Ich habe ja auch praktisch nur Stammkunden. Also das ist ja eigentlich ganz gut. Der Kanal wächst zwar und es kommen immer neue Leute dazu, aber das sind prozentual so wenige. Das finde ich auch sehr angenehm. Ich mochte das nicht, ziemlich gut, als der Kanal war so hui. Aber das macht ja so alle paar Jahre mal, dass er so springt, der Kanal. Aber dazwischen die Zeiten sind immer super. Mhm. Ganz langsames, organisches Wachstum. Ich fand das auch immer cool. Ja. Und das finde ich viel angenehmer, als wenn auf einmal so, du hast 25% neue Leute auf einmal. Und dann, die kommen halt nicht klar. Die wundern sich, die erwarten Dinge. Und die anderen 75 sind genervt, dass die 25 jetzt dazugekommen sind. Und die müssen sich erst Das ist eine Lust. Ja. Also ich glaube, das ist das, in meinem Kopf ist es immer so auch, wenn man so ultraschnell wächst, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man ultraschnell halt dann auch quasi wieder absinkt, absolut, sehr hoch. Und dieses organische, langsame. Manchmal denke ich mir auch so, ey, es wäre geiler, wenn es irgendwie schneller gehen würde. Aber dann denke ich mir auch so, ey, es ist auch eigentlich übelst geil, wie es geht. Und es geht jetzt auch, eigentlich geht es gar nicht so langsam, wenn man das realistisch sieht. Das Rennen gewinnt man einfach, glaube ich, über die lange Zeit. Das macht viel mehr Sinn, anstatt einmal kurz hoch, aber dann genau schon runter und dann ist Ende, ne? Apropos Rennen. Aber wie sieht es aus mit der Lego-Klage? Ist alles entspannt. Alles durch. Alles entspannt ist. Wir haben gar nichts. Die ignorieren mich. Okay, als gäbe es mich nicht. Also da kam auch nichts mehr dann seitdem. Nö. Komplettes. Warum war das nochmal? Das war wegen dem, weil du damals auf dem Logo nicht das Erdmännchen hattest, sondern einen Baustein, richtig? Ja, das war der ursprüngliche erste Plan, den sie mit mir hatten, genau. Dass die, logischerweise habe ich ja für meine Logos und so weiter, alles, was ich habe, habe ich ja Marken angemeldet dafür, dass nur ich die benutzen kann. Und in meinem Logo drin war eine angedeutete Bausteingeschichte. Man hat oben so Noppen gesehen auf so einem Stein. Ich kann mich gar nicht mehr so richtig daran erinnern. War das so waagerecht? Ich habe noch eine Tasse da, die kann ich dir zeigen mit dem alten. Genau, es war so ein blauer Stein und da stand halt der Steine. So, ja, das war die Sache. Und Lego hat einen ähnlich aussehenden Stein auch angemeldet. Aber nicht in der Farbe und anders und so weiter und so fort. Völlig wurscht, juristische Details interessieren mich nicht. Und dann waren sie ganz dramatisch wegen der Verwechslungsgefahr besorgt um ihre Kunden. Dass die denken könnten, das sieht ja wie Lego aus, was ich da mache. Ja, und das war ein Thema und dann sollte ich die Marke löschen, das habe ich gemacht. Und das zweite Mal haben Seitdem hast du das Erdmännchen, ne? Genau, und dann bin ich aufs Erdmännchen geswitcht. Da haben die dich eigentlich gezwungen, was Cooleres zu machen. Ja. Ich, also im Nachhinein gesehen. Ich denke, ich bin super happy. Das Erdmännchen ist auch immer sehr, sehr cool. Ja. Ich bin super, die hätte mich auch einfach fragen können. Ich hätte es wahrscheinlich auch einfach gemacht. Aber egal, sie haben es. Gute Idee, dann machen wir es. Sie haben es lieber über Anwalt geregelt. Und das zweite war dann die Sache mit dass ich nicht Legos sagen darf als Wort. Legos. Zu anderen zu als Überbegriff, dass man sagt, hey, baust du gern mit Legos? Ja, deswegen steht halt da nicht Lego und so bei dir im Hintergrund. Und deswegen sind Klemmbausteine und Lego. Das sind zwei, das musst du dann getrennt. Genau. Würde es Stress geben, wenn du jetzt Lego sagen würdest zu. Ich habe keine Unterlassungserklärung unterschrieben oder so, aber es kann sein, ja, dass sie dann Stress machen. Die ganze Welt sagt Legos, also vor allem die internationale Welt sagt Legos zu allem, was Bausteine sind. Aber ich als Influencer
Muster, die deutschen Markenrechte schützen und muss sagen, das sind Bausteine der Marke Lego und das sind Bausteine von anderen Marken. Ihr nennt sie alle Legos, ich nicht. Das finde ich so verrückt, wenn ich darüber nachdenke. Ja, aber es das ist halt ja so, als würde irgendwie, ich habe gar kein Beispiel, aber das ist so. Tempos, Taschentücher, Zebra, ja, Küchenpapier. Also wie man selber etwas nennt, ist doch, das kann doch gar keiner. Ja, aber nicht in dem professionellen Umfeld, in dem wir sind. Wir können ja nicht, also ja, jeder also Privatkunde. Bei uns ist es so semi-professionell, sag ich mal. So. Bei dir eher, sprich für dich lieber. Jeder Privatkunde vor meinem Laden sagt zu allen Sachen, die da stehen, Lego. Ja, jeder sagt das, ja. Aber ich als, wie gesagt, als Marker, als Händler, als persönlich, genau, des öffentlichen Lebens. Richtig. Ja. Beeinflussend muss da die Kunden schützen, damit sie nicht aus Versehen bessere, günstigere Produkte kaufen und es für Lego halten. Wahnsinn. Ja. Aber gut, die halten die Füße still da, ja? Die ignorieren mich ja komplett. Ich finde es ja so putzig. Ich hab da einen gewissen Spaß dran. Steff ärgert sich darüber immer. Steff macht ja meine Kommunikation, mein Management und all diese Sachen. Alles, was damit zu tun hat, weil die kennen zusammen wie Instagram und so. Und die erklärt mir immer, dass, was ich da machen muss. Das ist echt putzig. Das ist, weil ich bin da, keine Ahnung, sie macht auch meinen TikTok. Ich habe bis heute keinen TikTok. Jemals reingeguckt. Ich habe die App nicht. Ich weiß nicht, was das soll. Und wer weiß, was sie da postet. Vielleicht muss man kontrollieren. Ja, ich glaube, die macht das gut. Und also sie macht diese ganzen Sachen für mich. Und bei Instagram kann ich aber mittlerweile selbst auch. Oh, ich wollte es nur sagen, ich habe Instagram auf dem Telefon. Und wenn so Stories unregelmäßig, ne? Genau, und ich sehe eure Sachen, die ihr so macht. Das ist, ich folge, ist sehr wichtig. Ich folge irgendwie echt eine Handvoll Leute, also die ich kenne. Ja. Das sind nicht viele. Und dann, ich fühle mich sehr geehrt, dass du uns folgst. Doch, ja, aber auf jeden Fall. Das ist mir wirklich eine sehr große Muss ja wissen, was passiert. Ich finde es ja auch nett. Also ich finde die Idee von Instagram ja tatsächlich nett. Das scheint ja auch ganz erfolgreich zu sein. Und ja, es ist ein okay, Startup, was ganz gut läuft. Ja. Vielleicht setzt sich durch, ne? Schauen wir mal. Guck, und dann bin ich da drin und dann habe ich gemerkt, ey, das ist lustig. Und dann werde ich getaggt in irgendeiner Story von Stefan oder von Steff oder ihr macht was. Und da bin ich getaggt und denke, ey, das kann ich reposten. Und dann drücke ich da drauf, freue mich. Und dann habe ich gefunden, ich kann da Glitzer-Sachen als GIF einfügen. Also ich freue mich über sowas. Ganz viel machen, ja. Und dann poste ich das wieder raus. Deswegen, und ich kann ja Nachrichten beantworten. Ich bekomme ja auch viele Nachrichten über Instagram. Ja, das ist gut. Insta lese ich auch am meisten so die DMs. Das ist die beste Plattform dafür. Ja, woanders kannst du das. E-Mails gehen nicht mehr. Das ist und Twitter ist auch eine Katastrophe, Alter. Habe ich nicht. Ja, besser. So, und also, dann ist, ist Sache, besser. Und dann ist die Sache simpel. Und da bin ich unterwegs. Und wie gesagt, Instagram macht mir voll. Wo waren wir inhaltlich gerade? Ich habe auch gerade überlegt. Ja, wir waren bei der Lego-Klage. Bei der Klage. Ich hab ein großes Problem, ne? Ich weiß nicht, was es ist. Und nur ich, eins jetzt, oder? Also bei dem Thema Lego. Okay. Da ist es nur eins, ansonsten habe ich mehrere. Sehr große. Weiß nicht, was es ist, aber ich krieg irgendwie, also zum Beispiel jetzt beim Thema Titanic, ne? Ich hatte ja, dir mal ist ein großes vor, Thema, ja. Im wahrsten Sinne des Wortes, ja. Ich hatte dir mal vor, ist schon übelst lange her, wann kam die Titanic raus? Letztes Jahr war es, 2021, ist ein Exklusivset, ich krieg's nicht, deswegen habe ich's nicht. Ja. Okay, verkauft Lego das nur selber? Ja, ach, wir haben darüber geredet, dass Lego mich ignoriert, da waren wir, genau. Da ignorieren sie mich zum Beispiel auch, ja, genau. Auf jeden Fall hatte ich dir mal geschrieben, so, hey, die Titanic, die war ja dann relativ schnell weg, glaube ich. Ja, die bringen die immer nur 5 Stück in den Online-Shop, dann sind die halt wieder weg. Ja, genau. Und dann meine ich so, hey, ich wollte die eigentlich voll gerne haben, so für den Stream oder für den Hintergrund oder so. Ich will die gerne zusammenbauen und so. Sieht doch gut aus. Kriegt man die irgendwo und so. Und dann hatten wir dabei darüber gesprochen. Und dann habe ich mich aber halt im Stream auch mal so ein bisschen informiert. Und es gibt ja genau dieses Titanic-Set auch von, ich glaube, Blue Bricks oder so. Also auf jeden Fall gibt es die Titanic von, ich glaube, 3 verschiedenen Herstellern. Mindestens. Die Titanic gibt es von. Mindestens, ja. Und ja. Und ich hatte schon das Gefühl, dass da die eine oder andere, also abgesehen von der Größe, also ich glaube irgendwie von Blue Bricks, die war irgendwie ein bisschen kleiner oder was gibt's da noch, irgendwie andere Marken, keine Ahnung. Ganz viele quer durch. Boom, ja, auf jeden Fall. Und die sahen auch cool aus, aber so in meinem Kopf, ich weiß nicht, was es ist. Ich bin da so ein, also ich habe es eigentlich bei fast keinem Thema, außer bei Lego, dass ich da so ein krasses Markenopfer bin und mir denke, irgendwie fühlt es sich falsch an, hier eine andere Marke zu kaufen. Ich weiß nicht, was es ist. Das haben sie gut gemacht, oder? Das haben die gut gemacht. Die haben den komplett gebrainwashed. Ich bin komplett. Ich bin dieser Lego-Fanboy, von dem du bist der Lego-Fanboy. Ja, guck mal. Ja, aber du hast ja auch genug Geld. Ist ja okay. Dann passt ja alles zusammen. Okay. Ja? Das ist doch genau der Punkt. Und das ist ja auch gut. Das ist deren Leistung. Ich finde es halt schade. Ich bin halt über die Produkte zu Lego gekommen und die meisten Leute kommen jetzt wegen des Marketings zu Lego. Mhm. Und das verändert halt auch eine Firma, ob sie produktgetrieben ist oder marketinggetrieben ist. Und das ist halt der Punkt. Aber tatsächlich, die Titanic ist kein schlechtes Set. Also da bist du nicht drauf reingefallen sozusagen, sondern das ist ein gutes Set.
Nur ich, halt zu teuer eigentlich. Man hätte es woanders halt günstiger bekommen. Ja, aber nicht die Titanic. Also die, wenn du sie so haben möchtest, dann kaufst du die von Lego. Für Lego-Verhältnisse, die hätte auch 1.000 Euro kosten können. Also ich weiß nicht, warum sie bei 6,30 geblieben sind. Das hätten die auch teurer machen können. Das hätte in der Lego-Welt keinen geschockt irgendwie. Und die Leute hätten es auch bezahlt, wenn sie 1.000 gekostet hätten. Was ist ja, ja, also ich werde es nicht so machen, aber ich hätte das gemacht. Ja, ja, richtig. Aber es liegt auch daran, dass es ist ja quasi auch ein Invest. Richtig. Ist ja auch für den Stream, das also ist ja auch für Arbeit. Meinen Content. Ist ja richtig. Hätte erstmal abgesetzt, ne? Ja, genau. Ja. Und dann geht das so. Und ich habe jetzt von Kobi zum Beispiel die Titanic, die liegt so bei 190 Euro. Die habe ich, glaube ich, auch gesehen, ja. Ja, die 190? Ja, aber die ist auch ein bisschen kleiner. Die ist kleiner, die ist klein. Die ist nicht so vergleichen. So. Das ist nicht das gleiche Set. Also deswegen meine ich, preislich ist die von Lego gar nicht so komplett abgehoben. Ja. Und die habe ich gebaut und die hat mir gelangt. Also mein Titanic-Bauwunsch ist befriedigt durch das Kobi-Produkt. Okay, und die habe ich gebastelt, da war auch ein schöner Eisberg dabei, das hat mir Spaß gemacht. Und dann war das Ding gut und dann stand es da und auch das habe ich dann verkauft und dann war es weg. Und jetzt denke ich mir, okay, jetzt kann ich die von Lego bauen und dann vielleicht bringt nächstes Jahr nochmal jemand eine raus mit 15.000 Teilen. Aber dann denke ich mir, okay, aber ich habe die Titanic gebaut. Und ja, das langt dann für mich. Und dann geht es für mich darum, also ich habe gar nicht dieses, hey, noch eins größer und nochmal und nochmal und nochmal. Nö. Aber hätte ich die von Kobi nicht gebaut, würde ich jetzt die von Lego bauen. Mhm. Einfach nur, um das Titanic-Erlebnis zu kriegen. Verstehe. Okay. Deswegen kann ich es nachvollziehen, wenn du Bock auf die Titanic hast. Dann hast. Sogar als Händler und ich habe sie mit Gewinn verkauft. Also easy. Perfekt. Alles gut. Geil. Ja, aber ich will irgendwie von diesem Ding wegkommen. Es klingt so, als hätte ich so voll die Sucht oder als hätte ich so eine Heroinsucht oder schau mal, so. Ich meine, das, wie du meintest, Geld ist ja das eine, dass man sagt, ja gut, wenn man es sich leisten kann, dann egal. Nicht. Aber es sind auch einfach voll oft woanders coolere Sets. Ja, richtig. Genau, das ist das Ding. Ja, warum ich davon weg will, warum ich das gerade anspreche. Ist ein bisschen wie so eine Therapiesitzung hier. Ja, hier aber ich dachte, ich bring's mal auf hier. Weil du haben ja auch draußen diese Burg gesehen, ja, genau, von genau, das wollte ich auch sagen. Ja. Und die sah so cool aus. Ja. Und das, also ich habe immer das Gefühl, du hast auch da mal so im Hintergrund von deinen Videos, hattest du mal so ein Farmhouse stehen, ich glaube auch von ja. Blue Bricks. Auch, ja. Und ich meinte zu meinem Chat, da haben wir auch so, weil ich habe auch ab und zu meinem Stream irgendwie, ich habe zum Beispiel dieses Lego NES-Set zusammengebaut und so. Haben wir zusammengebaut, ja. Haben wir das zusammengebaut? Mhm. Ah, geil. Eine den Fernseher, eine das Ding. Ja, genau. Oder ich habe diesen Super Mario-Würfel, den man so oben rausfahren kann. Das ist cool, so. Ja. Den finde ich übelst geil. Ja, das ist gut. So zusammengebaut und dann hatte ich so überlegt, ey, neues Set und so. Und dann habe ich das bei dir im Hintergrund gesehen und ich dachte so, das ist so cool. Aber irgendwas so, habe mich abgehalten, das zu kaufen, weil ich wurde wirklich das nimmt man gar nicht so wahr, wie bei, also ich jedenfalls nicht, wie bei dem Thema. Ich wurde da anscheinend in meiner Kindheit krass oder vielleicht auch immer noch so krass gebrainwashed, weil für mich ist es so, wenn ich jetzt nicht Lego kaufe, dann fühlt es sich an, als würde ich, also ich finde Lego ist so ein bisschen Nostalgie für mich, weißt du? Das ist so, ich verbinde das mit so ist Weihnachten, das war immer so, meine Eltern haben mir dann irgendwie einen Set geschenkt und dann habe ich das so mit meiner Mom zusammengebaut. So, sie hat die Steine rausgesucht, ich habe die dann zusammengebaut und so. Und irgendwie, ich weiß nicht, was es ist, aber irgendwie fühlt es sich für mich so an, als würde ich jetzt eine andere Marke kaufen, dass ich nicht dasselbe Gefühl bekomme, was ja kompletter Quatsch ist. So, aber, also fühlt ihr das irgendwie? Also du, obvious nicht, aber... Nee, ich verstehe schon. Die Nostalgie oder? Hängt da irgendwie schon dran vielleicht. Irgendwie schon, ja. Aber es klingt auch irgendwie so, als würde das innere Kind in dir noch ein bisschen festhalten an diesen Weihnachtsfesten von damals mit der Familie. Ja, ist doch schon. Und lass nicht los. ja. Keine Ahnung. Wag dich einfach einmal. Muss Augen zu, einmal klicken. Würdest du sagen, also was immer so ein großes Ding von mir in meinem Kopf war, ich hatte immer das Gefühl, dass die Steine schon wahrscheinlich sehr gut sind, je nachdem, welche Marke man natürlich kauft. Genau. Hatten wir ja gerade schon mal draußen gelabert. Aber was ich mich immer gefragt habe, ist die Anleitung genauso geil oder vielleicht sogar besser? Je nachdem. Okay. Das ist das Thema. Also zum Beispiel draußen Burg Blaustein, wie sie da steht, würde ich nicht empfehlen. Als um zu sagen, hey, ich probiere mal einen anderen Hersteller okay. und guck mal, was passiert. Weil da passieren Dinge. Okay. Und der ist auch von der Bautechnik nicht so. Es sind andere Zielgruppen, definitiv. Also Blue Bricks und Lego nehmen sich, glaube ich, wenig Kunden gegenseitig weg. Blue Bricks hat nur erwachsene Kunden eigentlich, okay. denke ich. Lego gut mittlerweile auch. Aber von der Idee bei Blue Bricks kaufen welche, die wirklich in dem Bauthema tief drin sind und sich vielleicht auch für die Bautechnik mehr interessieren und vielleicht sogar auch selbst was verändern nochmal. Und die wollen mitdenken beim Bau. Und dann merkst du auch an den Anleitungen, dass die an manchen Stellen so sind, dass du auch besser mitdenken solltest, um durchzukommen, weil die nicht durch die 12. Qualitätskontrolle durchlaufen. Also ich kann Blue Bricks ohne Probleme und ohne nachzudenken runterbauen. Aber es ist halt auch mein 80. Set von denen dann. Ich kann mir und dann geht's. Immer wenn du das sagst, meinst du ja auch mal in meinen Videos, da sagst du, die Anleitung war ein bisschen wild oder so.
ich kann mir da nie so genau vorstellen, was da dann ist. Also ich kann mir vorstellen, ist einfach was Falsches drin? Oder fehlt einfach ein Schritt so? Oder? Also es gibt mal Fehler, die gibt es auch bei Lego. Das ist nicht das Problem. Also Fehler können mal vorkommen, aber es ist doch häufig so, dass zum Beispiel der Blickwinkel nicht optimal ist. Boah, das hasse ich. Oh, das wird, ist aber auch bei Lego manchmal so. Genau, das ist auch bei Lego manchmal das so. Es ist gar nicht, dass die anderen zu doof sind, eine Anleitung zu machen. Aber es ist die Frage, was ist dein Zielpublikum? Hast du jetzt Leute da, die das erste Mal in ihrem Leben ein Klemmbaustein-Set haben? Und die kaufen dann das Lego-Set nur, weil sie eine Kooperation haben mit Adidas. So, und dann gab es diesen dusseligen Adidas-Schuh. Katastrophenset. Und dann haben die das da und sagen dann, okay, aber ich bin der härteste Adidas-Fanboy. Ich muss alles kaufen, wo Adidas drauf ist. Also kaufe ich diesen Lego-Schuh jetzt von Adidas. Das ist ja Legos Plan, weswegen sie die Kooperation haben. Ja. Und dann muss dieser Schuh idiotensicher sein. Der muss idiotensicher sein, weil ansonsten haut ja der Adidas-Kunde das Ding gegen die Wand. Und dann hast du jetzt das, da hast du jetzt das Thema und dafür musst du das ausrichten. Und die Leute hat Bluebricks nicht. Das kauft keiner, weil er das erste Mal. Das sind Leute, die schon mal vorher Lego oder sowas. Die hatten schon mal Lego gebaut oder die haben schon mal von einem anderen. Die sind auf jeden Fall, sagen wir mal, offen dafür, dass Dinge passieren können. Und dann gehen die rein, dann gucken sich die Anleitung an, dann sagst du mal, okay, dann ein ganz wichtiges Thema ist der Gegendruck, den du aufbauen musst. Bei Lego kannst du eigentlich, wenn da irgendwo steht, setz das Teil da drauf, kannst du stumpf wirklich das Teil da drauf setzen und es wird schon passen. Bei anderen Herstellern musst du manchmal von der Gegenseite gegendrücken, weil wenn du da drauf drückst, wird vielleicht irgendwas runterbrechen. Und da musst du in dem Moment halt mitdenken und sagen, okay, funktioniert Statik hier? Ja, gibt es Schwerkraft? Haben wir Themen? So, und dann drückst du dort und dann merkst du, dass das vielleicht nicht hundertprozentig passt. Auch bei identischer Teilequalität kannst du trotzdem mal so eine Schwierigkeit haben. Habe ich aber eigentlich das Gefühl, dass also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich auf dem Level bin von dir jetzt, aber ich habe auch schon das ein oder andere Lego-Set zusammengebaut und ich glaube, dann würde ich das wahrscheinlich auch hinbekommen, oder? Ich glaube jetzt, dass du da nicht, ja. Also so weit ist, was du meinst mit dem Gegendrücken und so, wenn ich mir das jetzt gerade so vorstelle. Das schaffst du, ja? Das kriegst du hin. Ich denke auch. Zweites Thema ist doch noch, das ist aber anscheinend, das Problem sieht nur Lego, ich glaube andere Menschen auf der Welt nicht, dass du keine Farbkodierungen hast. Weißt du, Burg Blaustein ist außen grau, das heißt auch innen grau. Und da wird nicht irgendwo pink reingesetzt, damit du eine bessere Orientierung hast in deinem Leben. Und das wird dort weggelassen. Das heißt, du hast auch teilweise, das war richtig cool am Anfang bei Burg Blaustein, war das wie bei früher Lego, ohne Bauschrittunterteilung. Das heißt, du hast 5.500 Teile auf deinem Tisch. Und dann fängst du an zu bauen. Und das ist jetzt, mittlerweile haben sie dann auch dem Druck nachgegeben und zu sagen, okay, wir unterteilen. Das heißt, die neueren Sets bei Bluebricks in der Größe haben jetzt auch dann 20 Bauschritte drin, damit du da irgendwie durchkommst. Also du meinst quasi, dass so, wenn du mal jetzt ein Lego-Set kaufst, dann hast du ja immer diese 5 kleinen Plastiktüten, wo dann 1, 2, 3, 4, 5 draufsteht. Richtig. Ne? Das hatten die bei Bluebricks zum Beispiel oder bei diesen anderen Alternativmarken. Nicht. Hatten die das nicht? Die lassen es dann und dann hast du halt dann zum Beispiel einen Typ Steine in einem Beutel. Ja, 600 okay. Mal. Wump. So. Und dann gehst du immer an den Beutel ran, wenn du so ein Teil brauchst. Aber und ist geil. Ich stehe da voll drauf. Das ist so, wie ich in der Kindheit Lego gebaut habe. Genau, das ist das Ding. Und ich mag das, aber hat zwei Punkte, die ich komplett nachvollziehen kann, wenn mir das die Community sagt. Erstens, wer hat den Tisch für die 5.500 Teile? Ja, okay. Du natürlich, du hast deinen, weiß ich nicht, ja. Es ist okay, fair. Hast halt einen riesen Platz, so einen Schreibtisch oder so, und haust es dann halt drauf, aber es gibt ja Menschen, die haben halt einfach, die leben halt nicht so wahnsinnig luxuriös. Ja? Okay, muss man aber sagen, nächster Punkt. Ich finde, Lego baut sich am besten auf dem Boden. Ja gut, aber da bist du mit deinen jungen Gelenken dabei, ja. Okay, wenn ich auf dem Boden baue, mache ich das nicht Bodenbauer. Lang. War ich früher auch. Wo, auf dem Boden? Das hat irgendwann sich geändert. Das hat sich geändert, okay, ja. Okay, gut, check. Also das ist ja der eine Punkt, dass du erstmal überhaupt den Platz brauchst. Zweiter Punkt ist, viele sehen das nicht so als Stream-Projekt oder wie ich jetzt als Arbeitsprojekt und bauen durch, sondern sagen zum Beispiel, hey, Sonntag setze ich mich hin für 2-3 Stunden und baue. Das heißt aber, wenn du die 5.500 Teile hast, liegt das dann dort. Und die wollen einfach sagen, hey, ich baue einen Abschnitt. Ich nehme mir das, ich teile mir das auf. Ich habe 20 Bauabschnitte, jeden Sonntag einen Bauabschnitt. Und danach nehmen die einfach Tüte auf, bauen, weg, alles weggeworfen. Also früher bei diesen Zeitschriften, kennt ihr die? Genau. Wo man so ein Abo machen konnte, richtig. Und hat man am Ende so ein Flugzeug. Das war der größte Scam. Der größte Scam. Und da wurde man so abgezockt. Die erste Issue immer super günstig und ab dann 2 Euro. Ja, immer so 2 Euro. Denk mal, 2 Euro irgendwie, oder? Bei der ersten, dann 13 Euro. Bei der ersten Zeitschrift gab es so, no joke, das halbe Flugzeug. Und die andere Hälfte musstest du dir über so ein 12 Monate Abo holen. Und trotzdem bin ich 5-mal drauf reingefahren. Wirklich? Ja. Gut gemacht. Stark, Bro. Ja. Ja, man muss glauben. Ich dachte vielleicht dieses Mal, vielleicht wird es besser. beim vierten Flugzeug, bei der vierten Cessna, die zusammengebaut wurde. Ich habe dann natürlich nie die ganz gekauft, weißt du? Weil das wirklich? War dann zu teuer irgendwann. Du hast dann ich kein Geld. Und dann noch abgebrochen. Hast du halbe Dinger dann immer gehabt? Ja. Oder was? Das ist ja noch peinlicher. War eine harte Zeit. Das ist ja noch schlimmer. Ich hatte dann kein Geld mehr, was soll ich machen? Klauen? Auf Pump. Vater anhauen, Bruder anhauen. Ey, apropos alte Gelenke. Ich würde das nämlich nochmal kurz darauf zu sprechen kommen. Das ist ein Thema für mich, sehe ich. Für uns alle, glaube ich. Aber als wir hier reinkamen in deine Werkstatt, da war ja direkt am Eingang
hast du dir so ein Home-Gym aufgebaut. Ja. Oh. Und das hätte ich, also sorry, dass ich unterbreche, aber damit habe ich gar nicht gerechnet, dass wir jetzt hier reinkommen und hier ist ein Home-Gym. Ich muss was tun. So geil. Ich muss jetzt zur Arbeit schaffen. Es wirkte jetzt auch so, wie du es auf Insta so begleitet hast, wirkt es mal eher so ein bisschen wie eine, sag ich mal, spontanere Geschichte, beziehungsweise jetzt, es war bisher in deinem Leben noch nicht so krass ein Thema wohl. Mhm. So habe ich es jetzt vom Gefühl her gehabt. Ja, ich habe. Wie kam da der Stimmungswechsel? Boah, da ist er, der Moderator. Das ist er aber hier. Markus Lanz. Also sag mal so, es ist erstmal das Alter natürlich, dass ich habe in den 20ern viel Sport gemacht und davor viel Fußball gespielt, dann kam Knie-OPs, dann habe ich es mit dem Sport irgendwann gelassen, dann fängst du mit dem Saufen an, dann lässt es. Und dann ist die Sache, dass ich irgendwann mal gemerkt habe, okay, das ging durch die 30er durch relativ gut. Und dann irgendwann hast du halt einen Akku leer gemacht und dann fangen halt die Sachen. Ich bin 2 Meter groß und dann merkst du halt an den Gelenken, merkst du am Rücken irgendwie, ist es alles und dann, ja. Es wird nicht besser jeden Tag. Okay. Und dann habe ich irgendwann dann so Richtung Ende 30 habe ich angefangen zu sagen, okay, ich muss wieder was tun und habe so ein bisschen angefangen, wieder in so einen alten Trainingsrhythmus zu gehen. Ich bin früher 3-mal die Woche trainieren gegangen und dann. Achso, ins Gym oder? Ja, ja. Okay. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt machst du mal so gemütlich, fängst mal wieder an. Mhm. Und das ist halt echt, wirklich die ganz alte Dampflok fängt wieder an, aus dem Schuppen rauszurollen. ich war auf dem Laufband, nach 3 Minuten habe ich die Welt gehasst, habe das Ding ausgemacht. Ja, gedacht, Laufband ist ja wirklich undankbar für den Anfang. Laufband ist richtig unbelohnt. Richtig, bin ich einen Monat später wieder hingegangen, habe das Ding immer noch gehasst. Und dann habe ich natürlich angefangen, also, komm, dann lässt es, komm, gehst auf die Bench, mach richtig pumpen. Weißt du, muss man richtig Eisen bewegen, bist richtig gut. Muss man ein bisschen hier ein paar Kilos heben. Richtig, oh, der nächste Tag war die Hölle. dann habe ich gedacht, okay, Aufwärmen ist doch wichtig. Muss wieder ein bisschen unten anfangen und so die ganze Sache. Und da habe ich mir gedacht, pass mal auf, ich nehme mir einfach einen Personal Trainer. Und Das haben wir auch irgendwann gecheckt, ja. Genau, und dann habe ich, da habe ich jetzt die Olga, die wunderbare und schreckliche und die das klingt wie so ein Disney-Film. Die wunderbare und schreckliche Olga. Und auch Olga ist ein guter Disney-Name. Und die macht, ja genau, und die trainiert mich und die gibt mir Dinge vor, die ich zu tun habe. Nice. Und und es geht halt jetzt weniger, weißt du, in den 20ern hast du halt aufgepumpt, damit man was sieht. Und jetzt ich gehe auf die 50 zu, also versuche ich Dinge zu machen, die mich stabilisieren. Ja. Okay. Einfach nur so ein bisschen präventive Geschichte. Richtig, so. Genau. Und parallel gehe ich zu einem Physio, der mich halt irgendwie in die Richtung hält. Zusammenknetet. Der mich zusammenknetet und so Chiropraktiker die Sachen gerade hält. Boah, das ist immer sehr, sehr gut. Das muss ich jetzt auch mal machen. Ja, Mann. Genau, und deswegen habe ich diesen Mix zwischen Chiropraktiker, Physio und Personal Trainer. Da die, wie ein Jojo werde ich zwischen den hin und her gefolgt. Das hast du auch ganz klassisch ab dem 1.1. angefangen oder sowas. Ich habe jetzt momentan, aber die habe ich am 13.1. habe ich jetzt gerade meine Ernährungs-Challenge noch ein bisschen am Start. Aber ich habe vor meinem Training vor 2, 3 Jahren wieder ernsthaft begonnen. Ach so, du bist schon länger dabei? Ja, ja. Ach so, okay. Ich dachte, das wäre jetzt erst was Neueres. Nee, da bin ich schon länger dabei und jetzt, jetzt ist es die so. Die Ernährungsgeschichte kommt jetzt. Und jetzt kommt die Ernährungsgeschichte, weil sie hat gesagt, das ist schön, dass du da trainierst und so, das ist alles gut, klappt auch alles gut. Aber der Körper schafft es nicht, sich jetzt nur von Cola und Burgern zu ernähren und das dann umzusetzen. Das ist eine schlechte Nachricht, ja. Die habe ich auch irgendwann mal verkraften müssen im letzten. Ja, die ist nicht okay, gell? Das sind Wahrheiten, die man einfach nicht hören will. Frech, ich finde auch immer, man sollte was erfinden, irgendwie so eine Pille, die du schluckst. Ja, ja, dass oder du dann einfach so die nächsten 2 Stunden kannst du fressen und was du willst. Genau. Und dann voll. Ist gut. Wie kann das noch nicht sein? Wir fliegen teilweise auf andere Planeten oder Himmelskörper. Ja. Wie haben wir es noch nicht hinbekommen, dass man einfach eine Pizza macht ohne Kalorien oder mit wenig. Das habe ich mir wirklich gestern auch gefragt. Mit Kalorien, aber die genauso schmeckt halt. Stellt euch vor, ein McFlurry ohne Kalorien. Wow, ja, nur noch. Das wäre krank. Mein Herz geht auf. Nee, wirklich. Also, dass da noch keiner dran rumforscht, ist mir ein absolutes Rätsel. Ich verstehe es auch nicht. So hier wie mit Laktoseintolerant. Weißt du, haust du eine Tablette rein, kannst dann danach futtern, was du willst, danach geht's wirklich. Sowas. Trauma. Ja. Und jetzt wegen, und ich bin massiv zuckerabhängig, also ist unfassbar. Jeder. Und ja, das Zeug macht ja, aber ich glaube, Thomas, mal ein bisschen mehr, glaube ich, als du es denkst. Ich weiß nicht. Und das ist, also ich war bei 3-4 Liter Limo am Tag. Und boah, das okay. ist, aber Zero, oder? Ich habe dann in den letzten, ich habe das 20 Jahre mit normal Zuckercola gemacht. Boah, das motiviert. Jeden Tag 3 Liter hast du Cola oder so geballert? Ja, ja, auf jeden Fall. Ui. Krass. Plus Schokolade und Extras. Also das nur die Getränke. Okay. Ich habe nicht so viel versprochen. Okay, und das war ein echtes Thema. Und dann habe ich irgendwann in den Staaten habe ich irgendwann mal Dr. Pepper Zero, Diet Dr. Pepper, nicht das Dr. Pepper Dr. Zero. Dr. Pepper allgemein, müssen wir kurz sagen, ist super lecker. Dr. Pepper rockt. Wirklich, ja. Bestes Leben. Ich war in Waco im Dr. Peppers Museum in Texas. Also ich war geil. Da.
Geil. Ach, groß. Und ich höre immer auf Dr. Pepper, was meine Ernährung angeht. Es ist ein Arzt. Also, das ist ein Arzt, Entschuldigung. Ja. Das ist ein Doktor, ja. Ja. Der wird schon wissen. Der wird schon wissen. Und dann habe ich dort aber das Diet Dr. Pepper getrunken. Dann habe ich gedacht, das schmeckt ja geil. Das hat nochmal nochmal was, was für mich echt gelaufen ist. Ja. Dann war ich in Deutschland zurück, habe Dr. Pepper Zero getrunken, hat mir nicht geschmeckt. Ah, ist das was anderes? Ist ein anderes, ja, die benutzen eine andere. Also auch das deutsche Dr. Pepper schmeckt anders als das dort. Oh. Und ist alles ein bisschen, ist alles mal so. Und da habe ich aber gemerkt, okay, das Zero geht aber für mich. Also ich habe ja früher gedacht, das Light, Cola Light mag ich gar nicht. Und da habe ich gedacht, okay, das ganze Zeug mit Zuckerersatzstoffen läuft für mich nicht. Und da habe ich auch gemerkt, stimmt ja gar nicht. Das ist einfach nur, es gibt Dinge, die schmecken hier und Dinge, die schmecken hier nicht. Ja. Und dann habe ich angefangen, mal die Zero- und Light-Zeug durchzuprobieren und habe dann gemerkt, ich komme mit vielem klar. Und da habe ich schon gedacht, okay, jetzt hast du zumindest schon mal den Zucker weg. Es ist ja, ihr kennt ja diese Videos, wenn man so eine Flasche Cola nimmt und wenn man die in den Topf macht und kocht, was am Ende dann übrig bleibt. Boah, das ist so krass. Nicht schön. Ey, das ist so krass. Das willst du nicht sehen. Früher das gingen auch diese Videos viral, wo Leute so ein Stück Steak oder so richtig, in so eine Cola richtig eingelegt haben. Das genau ist auch mein nicht Ding. Schön, ja. Und da habe ich gedacht, okay, gut, das kannst du jetzt nicht machen. Und ich habe mit dem Rauchen aufgehört vor 15 Jahren. Da habe ich gedacht, komm, dann kannst du jetzt auch mit Zuckercola aufhören. Das war ein schwieriger Umstieg, aber habe ich festgestellt. Aber das ging auch. Aber dann bin ich immer noch auf diesem Zero-Zucker-Ersatzstoffen-Ding. Und das macht ja auch was mit dir, wenn du dir die ganze Zeit Zucker Ersatzstoffe reinfeuerst. Ja. Ich glaube, das ist nicht bewiesen tatsächlich. Ist keine Ahnung, aber ich merke es mal an mir. Man sagt das nur. Okay, das weiß ich nicht, aber ich glaube, was halt. Es gibt viele, die sagen so, es gibt viele, die sagen genau, so, man weiß es gerade nicht. Ich glaube tatsächlich, also ich könnte mir vorstellen, dass es halt, man nimmt halt keinen Zucker zu sich, aber ich könnte mir, also wie du meinst, man wird ja süchtig von Zucker, so. Ich könnte mir halt vorstellen, dass man dann vielleicht diese Sucht, dass man kennt es ja immer, dass man so nach dem Essen irgendwie nochmal was Süßes braucht oder so. Und ich glaube, dass trotz, also wenn man jetzt zum Beispiel Zero oder sowas trinkt, dass es dann das dann vielleicht trotzdem halt befeuert, so dass man halt. Das ist eine Theorie halt, dass der Körper das nicht, also der kennt den Unterschied nicht, der schmeckt nur was Süßes und die Prozesse, die in Gang gehen, sind die gleichen wie bei einer Zucker-Cola, nur dass halt du schon halt den Zucker weglässt, was erstmal natürlich gut ist, dass du jetzt keinen Turbo-Diabetes bekommst. Aber super gesund wird es nicht sein, sind wir ehrlich miteinander. Ich glaube, auch der Rest in der Cola ist nicht gut. Also ja, jetzt mal abgesehen vom Zucker, ich glaube auch ansonsten kann man darüber reden. Ich weiß nicht, Cola müsste mal mit mir sprechen, damit ich genau weiß, was da los jetzt ist. Jetzt kommt die nächste Firma. Oh Gott, die Zitter. Also auf jeden Fall, da habe ich gedacht, okay gut, ich muss das wegkriegen, weil sonst komme ich nicht aus dem Takt raus. Ich muss da irgendwie, und dann haben sie auch gesagt, komm, dann lass doch gleich die Schokolade weg und das ganze Gummizeug, was ich futtere und die ganzen Chips, die ich esse und Convenience Food, das ich mir reinfeuere und all dieses Zeug halt. Also wie gesagt, aber Ernährung vom Dreijährigen. Aber hast du mal viel mehr gewogen als jetzt? Oder? Nö, ich nehme nicht zu. Du bist einer von denen, oder? Du hast einen Stoffwechsel. Ich habe Verstoffwechsel ohne Ende, mir ist immer heiß, da gibt es keine Probleme. Also das ist kein Ding. Nee, ich habe durch Training mal mehr gewogen. Ich war so auf 115, 120 Kilo. Aber Muskelmasse, ja. Aber dann, ich bin jetzt so auf 100, 105, da pendle ich hin und her, wurscht, was ich esse. Und das geht. Nur Koks, Kippen, Kaffee, das bringt mich runter. Dann komme ich auf 80 Kilo. Ja. Die drei großen Cars. Aber das ist halt Frankfurt. Okay, Bro. Also nicht diese Cars, hat der andere. Weiß ich, das gab's schon mal, ja. Schwierig, Bro. Aber die anderen Cars bringen einen auch, also die sind jetzt auch nicht so der Abturne. Ja, okay, gut, naja. Das andere zurück zu deinem, zum Thema rausschneiden aus Videos, ach egal. Also Frankfurter Ernährung, da komme ich runter auf 80 Kilo, ja, das schaffe ich. Aber mit normalen Sachen bin ich Frankfurter so. Teller. Aber es ging mir darum, dass Olga mir gesagt hat, du wirst damit nicht alt. Oder ist, oder, oh, boah, oder andersrum, sie hat gesagt, du, wozu trainierst du, wenn du danach das isst? Das kannst du ja vergessen. Du musst dir dem Körper was geben, dass er das Training umsetzt zu irgendwas Sinnvollem danach. Voll. Und deswegen hat sie gesagt, und da habe ich gesagt, das ist kein Problem. Und dann habe ich ihr meine große Tüte mit Weight Gainer, super anabolic, gezeigt. Und dann hat sie gesagt, okay, das ist einfach nur Scheiß. Ja, schmeiß es einfach weg. Und dann sagt, ja, aber der Typ drauf sieht voll gut aus, der das frisst. Ja. Okay, und dann hat sie gesagt, wir müssen das jetzt machen. Da habe ich gesagt, einen Monat lang ziehe ich es durch. Also einen Monat, 30 Tage mache ich es, genau wie sie sagt. Befinden wir uns gerade in den 30 Monaten? Ja, 30 Tagen. Wir sind letzten in den 30 Freitag Tagen. Müsste der Start gewesen sein, wenn ich es richtig zurückgerechnet habe. Richtig. Und da sind wir gerade drin und das, die Kopfschmerzen sind weg und das extreme Nervössein der ersten beiden Tage ist überstanden. Also von daher, okay. Hattest du viel Kopfschmerzen? Jo, ja. Also davor allgemein jetzt? Nee, oder jetzt durch den Zuckerentzug. Durch den, ach so, okay, die also das ist, du bist über den Berg. Nee, das ist wirklich kein Scheiß. Aber das hatte ich auch schon mal mit Cola Zero. Weil ich hatte mal, gerade bin ich wieder so ein bisschen mehr, als ich eigentlich will. Aber ich hatte mal eine richtig krasse Cola Zero Phase auch, wo wirklich auch ein paar Liter am Tag waren. Du musst dir vorstellen, der Mann ist mal nachts aufgewacht. Ja, das kommt jetzt. Okay. Dann habe ich gesagt, das reicht's mir jetzt. Also auch ist er finanziell auch einfach, sehe ich es einfach langsam nicht mehr ein, das zu zahlen.
Und dann habe ich gesagt, nee, ich höre jetzt einfach auf, sofort höre ich auf und trinke Wasser. Und dann ging es mir wirklich 3 Tage so beschissen, man glaubt es nicht. Also ich habe es in dem Moment auch nicht geglaubt, ich dachte, es ist ein Zufall, dass ich vielleicht gerade krank werde oder irgendwas. Mhm. Nein, es war durch den Entzug und dann bin ich so in der Nacht vom 3. Tag bin ich aufgewacht und hatte eine, also das klingt so lustig, wenn man es sagt, aber ich habe eine unfassbare Lust auf Cola Zero jetzt, das hat mich so geplagt. Und dann bin ich ins Bad, habe kaltes Wasser getrunken, viel. Das hilft ja immer. So große Mengen trinken, dann ist das ging nicht weg. Das Gefühl ging nicht weg. Und es ist dann so weit getrieben, dass ich dann ins Auto gestiegen bin, zu einer Tankstelle gefahren bin, nachts um 3 oder 4 Uhr war das, habe mir eine Cola Zero gekauft, habe sie getrunken, habe mich geschämt, aber sie war verdammt lecker. Was ich kenne es vom Mitternachtsdöner. Ja, ich weiß es. Ja, aber das hat mich erschreckt. Also da merkt man mal, Ja, aber kenne ich gut. Also kann ich 100% nachvollziehen. Ja. Also das auf jeden Fall. Deswegen da. Also irgendwas ist dran nicht gut. Ich habe das mit anderen Sachen nicht. Weißt du, ich habe das nicht, denke ich, jetzt einen schönen Salat und wach nachts auf. Habe ich nicht. Nee, also scheint ja ich wohl hätte mal das gerne. Scheint ein anderes Thema zu sein und da muss man das angehen. Nee, und das ist einfach mal gut und jetzt probiere ich es. Meine Güte, wenn ich die 30 Tage gut durchkriege, kann ich ja danach, das wäre mein großer Traum, auf vernünftiges Level fahren. Weißt du, einfach mal sagen, okay, komm, und dann sage ich, was weiß ich, wenn ich dann aber essen gehe, dann trinke ich 2 Glas Cola dazu, kein Problem. Oder ich glaube, so mache ich es gerade. Wenn du das kannst, wenn du so eine Kontrolle kriegst, ist halt geil. Aber das ist halt wirklich so ein bisschen so brandgefährlich, wenn man einen Trockenalkoholiker dann anfängt, Feierabendbier hinzustellen. Das ist brandgefährlich. Okay, fühle ich. Also ich habe so bei uns, oder ich spreche mal einfach für mich, ich glaube, bei mir ist wirklich der Weg, wenn ich es durchziehe, dann würde ich die nächsten 5 Jahre mal wirklich clean durchzuziehen, weil ich hatte es ja schon mal, dass es weg war. Und dann war diese, ach, jetzt sind wir gerade irgendwie im Kino mal eine kleine Cola Zero, sofort wieder. Okay, Rille. Ich glaube aber, dass du da auf jeden Fall auch mehr in der Sucht drin warst, als zum Beispiel ich. Ja, bei dir, Bruder, du bist anders. Du bist ja bei dem Thema so langweilig. Du sagst einfach so, ja, ich höre es auf, das zu essen und dann hörst du einfach auf. Ich verstehe gar nicht, wie sowas geht. Und hat ein stilles Wasser geordert, als er zu mir kam. Ja. Stilles Wasser, das kam aus dem Hahn. Wobei J-Lo hat gesagt, Frankfurt hat sehr gutes stilles Wasser, das kommt alles aus dem Taunus. Nee, fand ich auch sehr gutes lecker. Wasser. Wir haben gutes Wasser, ist kein Problem. In Köln nicht. Kann man kannst du nicht. Köln trinken. Schmeckt so, als hätte man das durch so eine verrostete Röhre noch vorher so durchgezogen, Alter. Ja. Und dann noch in so ein Kalkbecken einen Tag eingelegt und dann kannst du es trinken. Genau. Katastrophe. Nee, keine Ahnung, ich weiß nicht. Ich glaube, bei mir, was immer zieht, ist immer, also so wie du es machst, ist, glaube ich, genau so würde ich es genau machen, einfach die gute alte 30-Tage-Challenge und dann einfach weitermachen und dann quasi die 30 Tage wie so eine Art Streak, wie sagt man das auf Deutsch, so eine Art, sorry, ich bin so englisch drauf, ich weiß nicht, dass du einen Lauf hast quasi? Hä? Dass du einen Lauf hast? Ja, so genau, ja. Dass du so sagst, zum Beispiel, ich habe das so mit vegetarisch Essen gemacht. Ich war bei meiner Patenkuh, oder wir waren bei meinem Schlaganfall. Rapkurs, egal. Wir waren bei meiner Patenkuh quasi so zu Besuch und haben also, ne, und die angeguckt und dann war halt die Frau und meinte halt so, yo, hey, die Kühe haben wir gerettet, die werden sonst für McDonald's geschlachtet, so mäßig. Und dann war ich so, okay, ey, lass mal für 30 Tage Minimum erstmal Challenge machen, vegetarisch. Ich dachte so, ich krieg das nie hin. Es war für mich unfassbar einfach und seitdem mache ich das. Und jetzt bin ich seit 8 Monaten vegetarisch. Und ich glaube, genauso wird es bei dir auch sein. Vielleicht sagst du sogar, dass du nach den 30 Tagen so merkst, ey, weißt du was, mir fehlt jetzt so ein Softdrink, fehlt mir gar nicht. Ich trinke einfach clean Wasser weiter. Vielleicht geht es mir sogar auch besser. Ja. Das ist ja das, was da draußen die von diesem Gesundheitszeug immer reden, sagen, so wird es sein. Ich finde das alles kurz vor Hexerei. Aber möglicherweise, ich meine, es ist ja auch genauso, wie es mit dem Rauchen hat. Das ist eine Konditionierung. Du hast dein Leben mit Rauchen verbunden, hörst auf und dann ist es sehr, sehr merkwürdig und denkst dir, wie kann das sein? Wie lange hattest du geraucht? Wollte ich auch erfahren, ja. Ich habe 15 Jahre geraucht und jetzt bin ich dieses Jahr seit 7 Tagen über 15 Jahre Nichtraucher. Also ich bin jetzt länger Nichtraucher, als ich vorher geraucht habe. Stark, sehr gut. Aber warst du so ein eine Schachtel ppro Tag Raucher oder warst du mehr so 3 Kippen? 2 Schachtel. Zwei Schachteln? Ja. Also ja, wenn dann richtig. Doch, so hätte ich auch gedacht von Thomas. Der macht keine halben. Krass. Als Erwachsener aber halt natürlich dann. Früher, als ich angefangen habe, als Jugendlicher, war es natürlich weniger. Ja, klar, kannst du dir auch nicht leisten. Ja. Aber dann, als ich richtig gearbeitet habe, ja. Hast du so eine schöne Schulzeit Grenze angefangen? Als und hast da schön in Luxemburg die Kippen und so? In Frankreich? Nö, das war schon genug Geld hier. Es war mehr da, wo ich gerade war, genau. Aber ich meine, das weiß ich noch, als ich in der Schulzeit sind wir irgendwie, keine Ahnung, wo sind wir hingeflogen mit der Klasse, keine Ahnung, oder im Urlaub waren wir in Griechenland und so, oder der Türkei, da hast du da die Asos Light dir gekauft, die Packung, weißt du, und Asos Light war immer groß. Das war das schäbigste Zeug, ich glaube, damit hast du dir echt das Hirn kaputt gemacht. Aber das war mir witzig. Das habe ich noch nie gehört.
Das war da in den 90ern, war das die Asus Lite. Wenn einer zurück am Sommerurlaub, alles klar, hast du die dabei gehabt. Okay, die haben halt irgendwie echt 60 Cent, also Pfennig, die Packung gekostet. Ach du Scheiße. Das war halt echt irgendein Kraut. Aber das war drin, weil du bist ja in deinem Alltag drin. Und ich bin relativer, wenn ich Sachen mache, mache ich sie meistens ziemlich extrem. Mhm, und dann bist du halt da dabei. Deswegen kann ich auch so, Leute haben gesagt, ja, dann reduzier doch mal Sachen. Sag ich, reduzieren, das geht nicht. Ja. Du machst Sachen oder du machst sie nicht. Und deswegen bleiben wir jetzt momentan auf nicht. Das ist sehr geil. Bist du noch so, dass du, also das ist jetzt 15 Jahre und ein paar Tage her, meinst du? Wenn jetzt jemand neben dir raucht, wäre das noch was dich so triggert? Es ist mein bester Freund raucht immer noch. Und der sitzt neben mir und raucht. Und häufig denke ich mir, ich würde gerne mit rauchen, ja. Das ist krass. Immer noch da, ja, nach 15 Jahren. 15 Jahre später, das kriegt man nie wieder raus. Wir waren jetzt beim richtig geilen, bei so einem Smoke-Check. Habe ich gesehen auf Insta. Ja. Das ist so ein Barbecue-Laden, ne? Das ist ein Barbecue-Laden, ja, das ist super. Oh, das sah so ist lecker hier, aus. Ist hier um die Ecke. Ich wollte euch ja später Bornheim zeigen, da können wir vorher kurz da vorbei. Ist bei der EZB. Und da saß ich da und wir haben halt richtig geil Brisket und so weiter gehabt und es war super. Und danach sitzt er dann da und es war so eine Bank und zurückgelehnt und hat eine Zigarette geraucht. Bier denke ich mir, ich glaube, ich verstehe das sogar als Nichtraucher, muss ich sagen. Ja. Da passt dann sehr viel zusammen. Oder ich hätte auch früher hier und dann sitzt du hier und machst dir so ein bisschen Lounge-Ding und so ein bisschen Gentleman's Club und dann hast du einen Whisky vielleicht oder irgendwas Nettes. Ich will es ja auch nicht schmackhaft machen, wirklich nicht, ne? Ich will jetzt nicht der Typ sein. Aber dieses Zimmer. Das ruft wirklich nach Zigarre hier. Wir sitzen hier in einem Zigarrenzimmer. Hier liegt viel zu wenig Rauchgeruch noch in der Luft, finde ich. Ja, das hat mich ein bisschen gestört. Wir hätten auch so eine Nebelmaschine mitbringen sollen oder so für den Vibe. Du kannst dir auch überlegen, ob du auf sowas umsteigst wie so eine Pfeife, weißt du? So eine Sherlock Holmes-Pfeife, so eine Geschichte zum Beispiel. Ich mit alles mit Tabak, oder? Ach, ist doch egal. Bro. Stylischer halt. Das ist so, als würdest du gerade einem Alkoholiker irgendwie ein Bier wieder schmackhaft machen. Das Ding ist, mal Bier trinken. Die modernen Pfeifen haben Aktivkohlefilter drin, was schon mal besser ist als Zigarette. Plus. Man kann eine Pfeife gar nicht so doll rauchen, behaupte ich jetzt einfach mal, wie zwei Schachteln Zigarette. Das geht gar nicht. Ja, aber das ist trotzdem Quatsch. Ich glaube, das ist dann so eine Ausrede und dann fängt man langsam wieder an, normale. Oder hast du immer so zwei so Pfeifen, die ihr so die ganze Zeit am durchwechseln? Ich bin seit, ich habe ja, wie gesagt, 2008 aufgehört. Genau. Und das ist ein. Ich habe nichts gemacht, also seitdem sind ja viele Sachen, es gab 2008 noch gar nicht die ganzen Shisha-Bars und dieses ganze Vape-Smoke-Zeug, was da alles gibt. Ich habe nie was davon probiert. Ich würde auch nichts davon machen. Ich würde auch keinen Joint anfassen oder irgendwas. Alles, wo ich Idee habe, alles, wo es in die Idee geht, dass es irgendwie mich an eine Zigarette erinnert von der Mechanik. Ich gehe an nichts. Das heißt, am Joint würde ich jetzt eher das Tabakartige abschrecken. Ja. Gut, da gibt's ja Alternativen. Da gibt's Alternativen. Nee, das ist alles ein. Nee. Ich gehe da an gar nichts mehr ran. Ich habe gesagt, okay, das lasse ich einfach. Alles, was du da irgendwie so anzündelst oder was irgendwie so ist, alles, was irgendwie mit dem Atemapparat zu tun hat, weg damit. Ja. Ich will nicht dran. Ist auch besser. Ich glaube auch, dass der Prozess dann so krass dann einer, selbst wenn das irgendwie, keine Ahnung, irgendwie ein CBD-Joint ist, wo wirklich gar nichts drin ist an Tabak, das würde einen so krass daran erinnern. Ja. Also ich muss sagen, ich kann das gar nicht nachvollziehen. Ich hatte in meinem Leben, außer eine World of Warcraft-Sucht, habe ich nie sowas empfunden, dass ich das Bedürfnis habe, oh mein Gott, ich muss jetzt unbedingt mir dieses Ding holen, so wie Dominik jetzt mit der Cola Zero oder was du jetzt meintest mit den Kippen, so dass man dann wirklich so hibbelig wird vielleicht sogar. Ich glaube, ich hatte sowas nie. Ich kann das, in meinem Kopf ist mir voll schwer. Du hast das wahrscheinlich einfach mit Arbeit oder so, Bro. Du hast eine Arbeitssucht. Ja, kein Plan, ja, vielleicht. Aber so... Das ist irgendwie anders. Also es ist irgendwie anders, als zu einer Substanz abhängig zu sein, weißt du? Also Vorsatz fürs Jahr, eine coole Sucht zu legen. Oh, ja, eine richtig gute. Ich versuche so Crack. Die dich so ein bisschen niedermacht auch, genau. Die so ein bisschen dein Leben zerstört. Ja. Das ist halt super. Oh, ich glaube, da bist du, wenn man in Frankfurt hier für dich. Ja, ich glaube. Wobei, du hast doch auch mal ein Video gemacht, wo du meintest, ey, das Bahnhofsviertel ist doch gar nicht so schlimm, wie alle sagen. Es ist... Das Thema ist für mich immer die Skandalnummer da dran. Da muss ich immer aufpassen in Videos. Auch hier bei euch natürlich rede ich nicht über solche Sachen, die irgendwie gesellschaftlich schwierig sind. Nee. Aber es ist ja für mich immer eine Erwartungshaltung. Wenn irgendwo ein Skandal kommt, ich meine ganz ehrlich, wenn ich vom Korruptionsskandal in der Politik höre, ist das nichts, wo ich sage, was, das gibt's? Das ist ja krass, unfassbar. Ja, ausgerechnet da, wer hätte das denn gedacht? Hammer, überall, aber... Also das zum Beispiel ist sowas, wo ich mir denke, ja okay, der Nächste, ja. Und ihr habt die anderen halt nicht gut gecheckt, aber so, es ist der Nächste. Mhm. Und genauso sage ich, ja klar gibt es im Bahnhofsviertel Prostitution. Und ich meine, in Frankfurt konzentriert sich es halt sehr stark, weil es eine relativ große Stadt ist, die aber sehr klein gebaut ist. Also hast du sehr viel sehr nah beieinander. Und wir haben ein sehr großes Bankenzentrum
direkt angrenzend ans Bahnhofsviertel, weil das sind die Kunden für die Produkte, die dort angeboten werden. Und das ist halt direkt nebeneinander. Und natürlich muss ich jetzt verwundert sein, wenn daneben ein 300 Meter Hochhaus ist und zwei Straßen weiter ist ein Puff. So, wird es dort zu gewissen Zeiten am Tag Querbewegungen geben? Ja, wahrscheinlich schon. Wäre ich ein kluger Koks-Dealer, stehe ich zwischen Puff und Bank und sag, Freunde, was ist denn los? So, also das ist so. Und in diesem hast du das mal gemacht? Weil du sagst, es ist ein bisschen zu das ist was war davor Monster.de? Also, das sind reine Schlussfolgerungen, logische. So, und jetzt sagst du dir, okay, dann machst du das. Und dann gibt es logischerweise in dieser Gemengelage gibt es Kriminalitätsmöglichkeiten. Ja. Und der Regen startet wieder. Ja. Und ist mal ernsthaft, gemütlich, oder? Ich muss da später ohne Fax mal hochgehen und fragen. Was haben die gemacht? Es würde mich einfach interessieren, wie erzeugt man dieses Geräusch? Und dann bist du dort und dann denkst du, na klar, da gibt es Probleme. Da gibt es andere Probleme noch drumherum. Das zieht Elend an, da werden Dinge passieren und so weiter und so fort. Da wundere ich mich nicht drüber. Und deswegen meine ich, das Frankfurter Bahnhofsviertel ist schlimm, wenn man sagt, ich wandere doch gerade durch ein oberbayerisches Bergdorf. Was mich hier für Dinge widerfahren. Aber wenn ich sage, ich wandere durch Frankfurter Bahnhofsviertel, sage ich, ja, so sieht das aus. Das ist das Leben. Und du kannst nicht davon ausgehen, dass du ein Drogenviertel hast, ohne dass irgendwo ein Drogentoter liegt. Das ist sonst kein Drogenviertel. Also es gehört irgendwie für mich. Ja, okay, ist so, ich verstehe, was du meinst. Ich glaube, ist das Ding. Deswegen meine ich, es ist nicht so schlimm. Es ist so schlimm, wie halt Menschen. Wie es halt schon immer war. So. Ja, und wie Menschen sich verhalten in diesen Gegenden. Ja, okay. Ich glaube, das Ding ist halt auch, also wenn ich jetzt zum Beispiel das mal mit Berlin vergleiche, ist natürlich, Berlin ist ganz anders aufgebaut so. Es besteht ja aus quasi mega vielen kleineren Städten, die zusammengelegt wurden. Aber ich glaube, das Ding ist halt, das habe ich mit Miguel, ich war in Frankfurt und wir kamen hier an. Oh Gott, und das Ding ist halt, in Berlin zum Beispiel, der Bahnhof ist auch. Obwohl ich den Bahnhof in Berlin eigentlich ganz schön finde, aber. Der geht klar. So, es ist, und ich sag mal, da riecht es auch nach Pisse, so, weißt du, wie ich meine? Es ist ein Bahnhof. Es ist ein Bahnhof, ja. Ein Bahnhof muss nach Pisse riechen. Natürlich. Okay. So, sonst ist es kein Bahnhof, so, dann macht ihr irgendwas falsch, so, ne? Aber, ich habe das Gefühl, du hast da jetzt nicht so die Drogenszene, die sich da quasi direkt so da ansammelt. In Frankfurt haben wir, habe ich jedenfalls so das so wahrgenommen, wir kamen da an und wir waren mittendrin direkt. So, das ist das Ding. Die holen dich ja ab am Gleis. Genau. Du steigst quasi aus der Bahn raus und bist direkt im Drogenviertel. Korrekt. Und das hast du zum Beispiel in Berlin oder in Köln hast du das jetzt nicht, weißt du? Ich glaube, das ist so das Ding halt. Bisschen also unglücklich platziert dann einfach. Oder? Ja, genau. Also was ist, kann man sich ja nicht aussuchen als Stadt, wo man dieses Drogenviertel macht. Ja, und es ist so klein. Ich meine, du kannst gar nicht wenn ich in Berlin unterwegs bin, ich kenne mich in Berlin nicht so gut aus wie in Frankfurt, aber ich war oft in Berlin natürlich und das ist halt eine Flächenstadt. Und es ist eine Regierungsstadt dazu auch noch. Du hast andere Notwendigkeiten in dieser Stadt, die zu planen. Und sie ist historisch ja ganz, ganz anders gewachsen. Komplett anders. Also das kannst du überhaupt nicht miteinander vergleichen. Ich finde es immer so albern, wenn Leute Städte anfangen zu vergleichen, wie die sind. Da denke ich mir, ey, Freunde. Das mach ich so häufig. Ja gut, aber du machst einen Städtevergleich, sagst, ich bin dort gerne und ich bin dort gerne, ich bin dort nicht so gerne. Die Stadt gefällt mir nicht, die Stadt mag ich mehr, das ist richtig. Aber du kannst nicht Städte nebeneinander setzen und sagen, die Stadt hat die Sachen alle richtig gemacht, die Stadt hat die Sachen falsch gemacht. Die haben ganz andere Voraussetzungen. Ja. Wobei man sagen muss, kann man schon machen bei Köln, weil da kann man grundsätzlich sagen, die haben eigentlich alles falsch gemacht. Aber ich habe letztens so ein Video gesehen, das war voll interessant, so Köln hat ja auch voll viel neu aufbauen müssen. Ja, ich alles. Und da hat jemand so ein Video gemacht, wo, das finde ich so satisfying, der hatte so das heute gefilmt und dann ging da so quasi so ein Slider von links nach rechts. Ja. Und dann hat man gesehen, wie es damals aussah. Das ist so geil, perfekt. Ja. Es war so perfekt übereinander gelegt. Krass. Und es sah so cool aus. Also das waren so richtige Alp, nennt man das Altbau, so wie man es auch in Berlin teilweise findet, in Kreuzberg oder so. Ja. Es war so schön einfach. Du hattest so schön. War das Gebäude. Dann vor der Zerbombung? Ja, genau. Und dann, wie es heute ist. Genau, es sind fast überall, also bei diesem Video waren es fast immer dieselben Gebäude, aber jetzt ist es halt so ein grauer Block und früher war das so ein richtig verziertes Gebäude. Ja, ich habe das mal so grob nachgelesen. Die haben ja irgendwie nach dem Krieg das halt irgendwie turboschnell alles aufbauen müssen und haben dabei halt völlig das Auge für die Ästhetik verloren. Ja, musstest du, so. Konntest du ja, ja wegen Geld. Ja, manche Städte haben es, glaube ich, ein bisschen besser versucht irgendwie oder hinbekommen. Oder vielleicht im Nachhinein oder so. Genau. Im Nachhinein. Viele haben halt nochmal investiert. Frankfurt ich bin Fußballinfrastruktur, WM 2006, glaube ich, ist viel schief gegangen, aber sie haben, Frankfurt ist aufgewacht aus einem wirklich 60 Jahre Tiefschlaf. Und hat sich überlegt, die Stadt sieht scheiße aus. Richtig. Die sieht scheiße aus. Warte mal, Leute. Ey, was ist hier? Mach mal kurz halb lang. Irgendwas was stimmt hier nicht. Und dann haben sie angefangen, die Stadt aufzupolieren. In einer unglaublichen Weise. Also das habe ich noch nicht erlebt. Frankfurt hat keinen Ruf als schöne Stadt. Den haben sie auch hart erarbeitet. Und den kriegst du nicht so leicht wieder los. Aber was die gemacht haben in den letzten 15 Jahren, ist krass. Also ich bin aufgewachsen, ich war auch viel in Wien, aber bin die meiste Zeit in Frankfurt gewesen und es war katastrophal. Und ich fand es als Jugendlicher aber cool, weil der Max ja so ein bisschen schäbig, dreckig. Ja, so. Geht ja ab. Klar.
Und was da los ist und was die jetzt gemacht haben aus der Stadt, ist echt, ist der Hammer. Es geht immer noch viel schief, vor allem Straßen, ja, haben wir ja drüber gesprochen. Aber, ja, Katastrophe. Aber viele Gebäude, Sachen, also diese, vor allem diese ganzen unfassbaren Grausamkeiten der 50er und 60er Jahre, fangen sie halt an abzunehmen und wieder aufzubauen, schöne Häuser hinzusetzen. Mhm. Kommt auch vieler moderner Schrott hin, den wir in 20 Jahren uns auch angucken und denken, ja, was habt ihr euch gedacht? Ja, ja. Aber ist immerhin besser als die Grütze, von der wir sicher sind, dass es Schrott ist. Erstmal alle, dieser ganze Waschbeton einfach mal raus, diese ganzen. Ja. Und wir hatten auch so ein brutalismus-technisches Rathaus. Manche sagen dann, das muss man als Ikone stehen lassen, weil es so scheiße hässlich war. Aber ich denke mir halt, nein. Als nee, so Exempel, dass man es nicht nochmal so macht. So wie so, wie so im Unterricht, im Geschichtsunterricht, so Sachen von damals, die nicht nochmal passieren dürfen, nochmal. Lass so das mal stehen für alle so Generationen. Damit genau, die noch, nicht nochmal so hässliche Gebäude never geworden werden. Never forget und so. Ja, ja, ja. Nee, nee, das Ding haben sie zum, ich meine, absolut im Zentrum, ja. Also absolut, boah. Oh, so, das Ding ist weg. Und sie haben versucht, die gotische Altstadt wieder aufzubauen, die ja auch in Frankfurt 99% Kriegsschaden, also da war einfach weg. Mm. Und das ist schön, dass sie diese versuchen, die Altstadt wieder hochzuziehen. So ein bisschen, damit du wenigstens die Idee kriegst. Weil ich finde es auch geil, wenn man das halt durchgeht. Und da gibt es im Historischen Museum hier, gibt es ein großartiges aufgebautes Modell von der Innenstadt Frankfurt vor dem Krieg. Ja. Und Tag nach dem Krieg. Und das ist halt ist der absolute Hammer. Das ist nicht schön. Und ich mag das, gibt ja auch, dafür liebe ich ja auch YouTube schon wieder. Da kannst du ja Straßenbahnmitfahrten von letzten Jahrzehnten dir anschauen. Mhm. Und da gibt es erstmal, was ich total mag, Straßenbahnmitfahrten aus den 90er Jahren. Da fahre ich quasi durch mein Frankfurt, das ich als Jugendlicher erlebt habe. Alles und so. Mit der Straßenbahn fährst du rum, siehst die ganzen alten Autos, siehst nochmal und denkst, stimmt, das gab's ja alles. Das ist eine geile Idee eigentlich, ja. Stimmt. Ist total geil und ich will gar nicht wissen, was die da alles an Filmmaterial haben und nicht veröffentlichen. Ja, und vor allen Dingen so in den 90ern war es ja noch viel schwerer, ein Video aufzunehmen. Ja. Stell dich mal vor, unsere Kinder, wie die das dann sehen. Alter, weil heutzutage ist ja wirklich, alles. Jeder hat ja quasi 24/7 eine Videokamera dabei. Ja. Das heißt, es geht ja auch, und es wird ja alles wird jede Minute oder jede Sekunde werden ja unfassbare Terabyte an Videos auf YouTube hochgeladen. So, unsere Kinder haben ja noch viel krassere Möglichkeiten oder unsere Enkelkinder oder so. Das wird ja crazy. Wird der absolut Hammer. Aber es gibt trotzdem auch Vorkriegsvideos von Deutschland aus den Städten. Mhm. Und ich gucke mir das unglaublich gerne an. Das muss ich mal machen. Das gibt es safe auch von Berlin oder so. Gibt es mit Sicherheit. Berlin auf jeden Fall. Muss ja. Also die großen Städte, Hamburg und so weiter, hast du was. Und ich finde es, ich schaue mir es auch gerne von Staaten an. Einfach nur, weil du denkst, krass, wie man einfach gelebt hat. Fertig. Ich mag solche Alltagssachen. Finde ich total geil. Deswegen freue ich mich auch über Dashcam-Videos, Wahnsinn. Das ist geil. Und es ärgert mich, dass ich die in Deutschland nicht so machen darf, wie ich es in Staaten machen kann, dass ich da einfach die Kamera mitlaufen lasse, wenn ich da fahre. Und ich finde das. Aber wie ist das in Deutschland? Weil es gibt doch auch diese YouTuber, die machen deutsche Dashcam. Ja, ja, aber die blenden ja wahnsinnig viel aus. Also du musst ja die ganzen Kennzeichen rausnehmen, du musst die Gesichter rausnehmen. Ach so, das kannst du sicher sehen. Und stell mal vor, wenn du auf der Autobahn fährst, machen ja viele so Trucker, gibt es da sehr geile Kanäle, gucke ich mir gerne an. Ja. Und ist okay, und dann bist du ein LKW-Fahrer, du bist in deiner Kolonne, du hast vor den LKW, blendest du aus, kein Problem. Und dann vorbeifahrende Autos. In Ordnung, das geht. Du hast ja keinen Gegenverkehr, den du ausblenden musst. Aber fahr mal 10 Minuten durch eine Stadt. Ich weiß nicht, ob du 30.000 oder 40.000 Kennzeichen dann rausblenden musst. Da bist du verrückt. Und dann weiß ich auch nicht, wie das ist. Es gibt ja, glaube ich, in gewissen Momenten darfst du ja filmen, wenn, glaube ich, die Personen, die du filmst, im Mittelgrund, im Mittelpunkt Bescheid steht. Weiß quasi, und ne? Genau, und da hinten ist ein Auto. Dann ist das okay, weil das quasi, glaube ich, nicht im, aber ich habe keine Ahnung, wie die Rechtslage, kann sich ja jede Sekunde ändern. Ja, das ist so kompliziert. Ich glaube, so in der Richtung ist es ungefähr. Es geht mir wahnsinnig auf den Keks, aber ich habe jetzt auch Videos gehabt, da bin ich bis durch Sachsenhausen gelaufen, habe mal versucht, wie das so ist, aber ging auch direkt wieder ein Aufschrei los, aber der war nicht so schlimm, wie ich befürchtet habe, deswegen mache ich das jetzt weiter. Okay. Ich mache immer mal so Testballons. Ja. Dann machst du mal so ein Video und da habe ich erst in meinem Sessel gesessen und habe geredet eine Viertelstunde, dann bin ich ein paar Minuten durch Frankfurt gelaufen, habe geguckt, wie ist die Reaktion. Und die Reaktion war eher, hey, du hast zu viel im Sessel gesessen, bist zu wenig rumgelaufen. Ich gedacht, meinst du von der Community quasi? Ja, von der Community, wie die das finden oder ob die dann aufschreien mit Persönlichkeitsrechten und du kannst noch nicht da rumlaufen. Ah, okay. Und da wollte ich mal gucken, wie das Gefühl ist bei mir in der Community. Ich finde das, also ich persönlich als dein Zuschauer fände das sehr geil. So, wenn ich würde voll gerne sehen, so kommentierte Rundführung. Da habe ich mal gelebt oder hier gibt es irgendwie, da gab es früher einen übelst geilen Bäcker oder so. Das stelle ich mir voll geil vor. Das habe ich vor, genau. Geil. Und da wollte ich halt mal gucken, was da ist und dann mal schauen. Da kommt dann wieder diese Zaubertechnik-Schnitt dazu. Da muss ich mal gucken, wer das für mich macht. Aber habe ich ja und dann kriege ich da Leute hin. Das kann ich halt nicht selbst. Alles, was ich nicht selbst kann, ist halt immer was mit Vorlauf und Planung und sonst was. Könnte ich das eigentlich? Ich kann mir natürlich auch so ein Deppenzepter nehmen, die Kamera vor mich halten und dann durch die Gegend latschen, aber ist halt nicht ganz das Gleiche. Mhm. Mach das mit dieser Kamera, die man sich so an die Stirn montiert. Auf die jeden dann so 360 Grad filmt, die dann so dein Gesicht. Kennst du den Typ von TikTok? Ich kenne den. Ja? Ich kenne die Videos aber von TikTok nicht. Aber aber die werden ja zu YouTube Transporter. Wo man sein Gesicht so sieht und dann kommt das. Das musst du machen. Ja, das wäre so stark. Das wäre krass. Ich denke, du hast so eine 360 Grad. Kann man auf dem Hirn, fände ich gut. Doch, das ist schon gut. Die sind schon inzwischen echt gut. Aber darf man das in Deutschland dann?
Weil wenn ich da nicht im Mittelpunkt bin, weil theoretisch, wenn jemand mir mit der Kamera hinterherläuft und ich rede mit der Kamera und zeige auf Sachen quasi, dann ist ja ein Passant, der vorbeiläuft, nicht im Mittelpunkt. Wenn ich mit der 63-Grad-Kamera rumlaufe, ist es wie Google. Ich würde es vor Gericht riskieren. Ich glaube, es ist der Klassiker, wo kein Kläger, da kein Richter. So, ich glaube, oh, da klagt jemand. Ja, ich glaube, Entschuldigung, das sind die Freunde, die auch bei Google Maps ihr Haus rausblenden lassen. Ja, ja, oh ja, mein ja. Gott, das habe ich noch nie verstanden. Das war beliebt, man. Bro, Alter, was habt ihr da in eurer Butze drin? Habt ihr das vier Tresors mit irgendwelchen Roadies drin oder was? Habt ihr das mitbekommen? Apple hat das so schlau gemacht. Weil Google hat ja das vor 15 Jahren, das und war in ja Deutschland nie wieder aufgenommen. Die haben nie mehr aktualisiert. Genau, die haben das einmal gemacht. Ja. Die Leute, die Gesellschaft war noch nicht so weit irgendwie, die hatten alle einfach nur Schiss. Die dachten nur, scheiße, jetzt kann irgendjemand mein Haus ausspionieren, irgendein Einbrecher, haben die geschrieben, ja, verblurrt ist. Apple hat es jetzt halt irgendwie 30 Jahre gewartet, haben das jetzt vor einem Jahr oder vor einem halben Jahr, haben die das Feature auch eingebaut. Für Deutschland? Du kannst komplett Deutschland alles, ich hab's in meinem scheiß Dorf, wo ich herkomme, geguckt, jede einzelne Feldweg haben die alles auch gescannt und kein einziges Ding ist geblurrt, weil es einfach keinen mehr interessiert hat. Okay, und das Satellit oder um was geht's da? Also nein, Street View. Ah, gibt es auch ja, so, dass man so Apple-Karten mal reingehen, wenn du hast Android, glaube ich, ne? Aber Apple-Karten mal reingehen. Kann ich das online machen oder brauche ich dafür eine Apple-Karte? Oh, ich glaube, Maps gibt es, also dieses Apple-Karten nur auf Handy. Nur auf oder Handy, halt auf iPad ich. Oder so. Ja. Aber das ist wirklich komplett detailliert und es muss ungefähr so, ich habe es bei unserem Haus gesehen, weil wir das halt erst gebaut hatten, das muss so ungefähr 2015, 16 müssen die da durchgefahren sein. Das ist auch unterschiedlich, das je nach Gebiet, Bro. Ja, das ist bei Google Maps klar, auch aber so. Also, das heißt, die haben es einfach still und heimlich gemacht, da hat es keinen mehr interessiert, nichts geblurrt. Okay, das ist perfekt, weil ich meine, du guckst draußen hin, egal in welchem Land du unterwegs bist, eigentlich alle, die ein bisschen mitdenken, haben ständig aktualisierte Street View-Ansichten, weil Google halt immer weiter rumfährt. Ja, die fahren nur schon, wir ja sind die Ochsen, dann guckst du rein, siehst ein Bild von 2007 und denkst dir auch, mit der Kartoffelkamera noch aufgenommen. Ich denke, oh Mann. Ich wollte mal im Stream zeigen, nachdem ich jetzt umgezogen bin nach Köln, wo ich so gewohnt habe, früher in Berlin, und bin dann so in die Straße gegangen und meinte so, hey Leute, hier habe ich gewohnt. Und dann habe ich so, weil ich so, da war der Döner so und da ist ein Supermarkt, dann habe ich so rumgedreht, wollte so das Haus zeigen, wo ich drin gewohnt habe, war einfach noch gar nicht gebaut. Digga, Junge, das war einfach noch nicht gebaut. Jesus, und das ist also, ist ja, jetzt schon alleine schon irgendwie 3 Jahre her, dass ich da gewohnt habe. Ja. Und locker schon 10 Jahre her, dass das Ding gebaut wurde. So. Und weg. Nee, es ist die Bilder sind steinalt. Und das ist super ärgerlich. Also, es ist auch, wenn wir durch Frankfurt gehen oder irgend sowas, es sieht halt. Also, mein ersten Laden, den ich vor 10 Jahren aufgemacht habe, gibt es bei Street View nicht. Krass. Einfach nicht hast da. Du aufgemacht? 2013. Bro. Und der ist noch nicht da und da ist noch das davor und gegenüber renovieren sie gerade das Haus auf dem Bild und ich weiß, wie lange das, also das ist, es ist einfach steinalt. Ah, okay, check. Und das ist echt, das ist lästig. Lästig. Crazy. Geil. Wollen wir gerade weiter ansetzen? Oh mein Gott, okay. Ja, du kennst es ja jetzt schon, wir überraschen unsere Gäste sonst, aber du kennst ja von vor 2 Jahren die Empfehlung der Woche. Ich wollte es auch gerade sagen, krass, Mann, Alter. Ja, wir sind so connected grade. So. Stark. Also es ist unglaublich. Also ihr macht es häufiger. Ja. Und schon länger. Sollte man könnte meinen, wir machen das schon machen, gell? Die eine oder andere Minute, ja. Das ist so der gleiche Joke, wenn du eingeladen bist und jemand kocht und dann sagt man zu dem, ja, darfst du öfters kommen. Kennt ihr das? Okay, egal. Ja, doch, Empfehlung der Woche, Leute. Ich hau eine Serie raus. Ich weiß nicht, ob ich die letztes Mal schon geschaut habe oder empfohlen habe, aber in der Zwischenzeit, falls ich es empfohlen habe, habe ich die komplette erste Staffel geschaut und Anfang der zweiten. Und zwar ist es White Lotus auf Amazon Prime ist Netflix. Weiß gar nicht mehr. Zieh dich das rein, ist übel geil. Zieh du dir das auch bitte rein. Ja, okay. Und du auch, Thomas, falls du noch Zeit findest. Na klar. Boah, ich habe eine Empfehlung. Ist das eine Empfehlung? Die einzige Empfehlung, die mir gerade einfällt, ist ein Spiel. Aber das ist jetzt keine geile Empfehlung. Willst du jetzt Escape from Tarkov empfehlen? Nein, das ist was anderes. Okay. Aber das kann ich nicht empfehlen jetzt. Ich muss mir kurz was Cooles überlegen. Hast du eine Empfehlung? Du musst anfangen. Ich hab immer Empfehlungen. Ich freue mich sehr. Ich bin da aus irgendeinem Grund hingekommen. Ich wollte eigentlich, als du Prime gesagt hast, eben jetzt von Reacher anfangen, dass ich es echt geschafft habe. Weil, das nervt mich, wenn du in einem Streamingdienst reinkommst und dann wird dir immer was vorgeschlagen, was du gucken sollst. Und ich denke mir, okay, ich habe es 20 Mal nicht angeklickt, Freunde. Ja. Zeigt mir was anderes. Oder zumindest ist eine Serie, wo ich sage, ja, die habe ich doch schon geguckt. Warum zeigt ihr mir? Ich finde unglaublich schlecht gemacht. Mir wurde ständig Reacher angezeigt. Mhm. Und ich habe den mit Tom Cruise gesehen, den Film. Da wurde mir die Serie angezeigt auf Prime und ich habe gedacht, ich will nicht. Und irgendwann habe ich draufgeklickt, wahrscheinlich aus Versehen. Ich war enorm überrascht. Positiv. Aber dann funktioniert das System. Jetzt haben die gemerkt, okay, richtig, ich habe dem Typen 25 sogar Mal vorgeschlagen. Oh nein. Ja, jetzt geht's weiter. Jetzt hast du es gesehen. Ich bin noch enttäuscht von mir. Aber ich hatte draufgeklickt und ich habe es mir angeguckt und ich war wirklich echt positiv überrascht. Ich hatte die Bücher gelesen und habe dann den Tom Cruise gesehen, habe gesagt, ist okay, aber Tom Cruise passt nicht ganz für mich in die Reacher-Position. Und jetzt habe ich das Ding gesehen und habe gedacht,
Erst war ich kurz, das ist nicht Tom Cruise, das war aber auch gut. Und, ist das getrennt von dem Film? Oder ich kenne das Universum gar nicht. Ja, also die Filme haben nichts damit zu tun inhaltlich. Also tatsächlich, okay. Die Reacher-Serie geht staffelweise jetzt wohl die Bücher durch. Ah, okay, check. Was ein bisschen doof ist, wenn man die Bücher gelesen hat, weil man natürlich weiß, was kommt. Auf der anderen Seite freue ich mich, wie sie es umgesetzt haben. Ja, okay. Aber ja, ist auf jeden Fall eine Sache. Ich habe echt Spaß gehabt, tatsächlich. Ich war sehr überrascht. Was ist das so ein bisschen so? Ich hab auch gar keine Vorstellung, ich kenne das gar nicht. Achso, ja, genau. Okay. Also Krimi-Thriller in die Richtung, es ist ein ehemaliger Armee-Ermittler. Ist immer, der ehemalige FBI natürlich. Immer. Und er kann eigentlich alles, er ist ein wahnsinniges Tier, eine absolute Maschine und der kommt in ein kleines Kaff und sucht seinen Bruder und gerät dort in Schwierigkeiten, Verwicklungen, Korruption, Dinge geschehen. Ja. Dinge passieren. Und er macht es sehr gut, es gibt eine sehr nette lokale Polizistin dort, außerordentlich sehenswert. Mit der arbeitet er zusammen, glücklicherweise. Und sehr nett. Also gute Figuren. Das einzige Thema, wie gesagt, Reacher. Nee, ich will nicht spoilern. Ist nicht gut. Nicht spoilern. Die ist noch aktuell. Nee, es wäre kein, wenn man die Bücher, also wenn man weiß, wie Reacher aufgebaut ist, kein Spoiler, aber es weiß ja vielleicht nicht jeder. So, also deswegen, und ich habe auf Disney Plus tatsächlich, das habe ich momentan, wir gucken natürlich im kleinen Filmchen immer mal wieder, und da ist Boston Legal, eine Serie 20 Jahre alt, ist dort in den Stream diesen Monat gekommen. Kenn ich gar nicht. Das Scheiße, hab ich animiert? Oder ist das, nee, das klingt nicht animiert irgendwie. Nee, Boston Legal ist absolut passt. Das ist so Suits in älter. Das ist Suits in, ich finde ihn gut. Und das ist Suits nicht gut. Aber doch, ist es so, so Sitcom-mäßig oder wie? Nee, es ist eine Anwaltsserie. Also, okay. Ich hab, glaube ich, nur so mal ganz kurz mal reingeschaut. Irgendwie, ich weiß gar nicht genau warum. Aber ja, das ist so eine Oldschool-Anwaltsserie, würde ich sagen. Oldschool-Anwaltsserie, aber sehr skurril. Sehr überzeichnete Leute, merkwürdige Dinge. Sie brechen sehr häufig die vierte Wand, reden sehr viel quasi über Dinge, die mit der Realität zu tun haben. Also am Anfang einer Serie, einer Staffel oder an der zweiten Folge der Staffel sagen sie, wieso ist hier jetzt neue? Der hätte doch am Anfang der Staffel dazukommen müssen. So, also sie machen häufiger solche Geschichten nochmal rein und es spielt der Danny Crane, einer der Protagonisten der Geschichte, war Captain Kirk von Raumschiff Enterprise, der Schauspieler. Und deswegen sagt er auch manchmal in Fällen, wenn sie ihn irgendwie überfahren wollen, sagt er, ich war mal Captain von meinem eigenen Raumschiff, was wollt ihr hier, ja? Also sie sprechen so, ist schon auf so einem Comedy-Level. Sie haben ein Comedy-Level auf jeden Fall drin, es ist schon eine stabile Anwaltsserie, aber sie haben ein Comedy-Level auch drin, was das sehr skurril macht, mit sehr vielen Verkleidungen, komischen Dingen, die passieren. Ganz nice eigentlich. Und es ist, halt noch mal ziemlich, ist aber halt ziemlich alt. Vom Gefühl her ist es für mich gut, ich habe es damals gesehen, als es neu ausgestrahlt worden ist und ich finde es halt geil. Ich habe viel Spaß. So, das waren sogar zwei Empfehlungen. Okay. Viel geredet. Ich habe eine kurze und eine gute Empfehlung. Und zwar holt euch, das geht jetzt aber wahrscheinlich an einen sehr kleinen Teil hier, Freunde, aber ich bin ja eine kleine Bademaus. Ich bin ein sehr großer Badewann-Enjoyer. Bestes Leben. Genau. Ich habe es ein bisschen reduziert, so, weil jeden Tag zweimal war Quatsch. Das ist kein Witz. Das ist kein Joke. Das ist kein Witz. Und das ist keine Sucht, gell? Ich wollte es nur mal sagen. Das ist keine Sucht. Stimmt. Okay. Ich habe irgendwie, außer mein WoW, habe ich gar keine Sucht. Zweimal am Tag 3 Stunden baden, das ist doch völlig normal. Ist auch super gesund für den Körper, ne? Oh Mann, Alter. Ja, also ich mache es halt so einmal die Woche gönne ich mir mal das Bad oder vielleicht auch mal zweimal die Woche. Aber ich habe da zu Weihnachten eine Sache bekommen, die wirklich das Ganze nochmal auf ein neues Level hinaus hebt. Ich glaube, ich kaufe mir noch mehr Badewannen-Gadgets. Ich habe ein Badewannenkissen bekommen. Ja, geil. Was man mit Saugnapf an diese Schläge macht. Das hast du jetzt erst. Wie lange badest du schon? Seit ich klein bin. Und du hast jetzt erst ein Kissen? Ja. Anfänger. Ja. Aber wir hatten da, okay, pass auf, jetzt kommt aber der Twist. Ja. Wir hatten was Krasseres dafür damals. Okay. Meine Mom wollte damals, dass wir so einen kleinen, war kein krasser, aber so einen 60-Euro-Fernseher, in das Badezimmer machen. Und ich hatte dann immer früh in der Badewanne vor der Schule, ich war jeden Tag vor der Schule baden. Und ich habe immer Sat.1 Frühstücksfernsehen auf dem Fernseher geguckt, während ich in der Badewanne lag, vor der Schule und Müsli gegessen und gefrühstückt hast. Essen in der Badewanne, es ist das Beste. So geil, also, ich liebe das immer. Ich habe Fondue in der Badewanne gemacht. Boah! Fondue? Fondue. Next Level. Das ist krass. Wie hast du das gemacht? Keine Brandgefahr, weil Wasser. Stimmt. Ja, hast du so ein Brett drüber gelegt? Was heißt, ich habe so ein Brett drüber gelegt? Ich habe eine richtig gescheite, natürlich angepasste Ablage. Das damit ich richtig was, damit der richtig Holz. Ja, natürlich Holz. Ja. Damit es gescheit ist und da ist es dann und das passt. Geile Badebombe reingeworfen, ja, für den Glitzer-Effekt. Ja, das muss sein. Das muss mit so einem leichten, du musst es wie ein Korb werfen beim Basketball. Ja. Und dann schlägt die ein und dann brodelst und dann hast du einfach dann, ich habe ein Rechaud und da habe ich dann oben mein Fondue drauf. Und daneben aber Käsefondue hast du gemacht. Käsefondue mit Baguette. Das ist so ehrenlos, das ist ja krass. Und dann einfach mit meiner schönen langen Fondue-Gabel da rein und dann so schön durchgezogen.
Das bringt das auf ein neues Level. Hast du auch irgendwie trotzdem was angeschaut dabei? Ich muss kurz für mein Bild wissen, was hast du dabei gemacht? Ich hab nebendran, das war noch in einer anderen Wohnung, ich bin wieder umgezogen gewesen. Und da hatte ich dann eine relativ große Ablage und da hatte ich ein Tablet stehen. Boah. Selbstverständlich. Und ich hatte eine schöne Flasche Wein dabei, bisschen Kirschwasser fürs Fondue, war ein stabiler Tag. Mein Gott. Bruder, mein Gott. Ein Lebemann. Wenn ich an dem Level angekommen bin, Freunde, dann könnt ihr mich holen. Dann ich glaube, glücklicher als das kann man nicht werden. Ja. Das ist wirklich das Maximum. Hast du alles durchgespielt und dann danach jetzt, das muss man auch aufpassen. Jetzt. Also ich gehe gleich auf jeden Fall mal in die Badewanne vorhin. Weil das Leben wird danach halt nur noch trauriger. Ne? Also besser wird es nicht mehr. Was aber besser wird, weiß ich nicht, ist vielleicht die nächste Folge Edel Talk. Müsst ihr reinschauen in einer Woche. War trotzdem super geil, dass du das da warst. Das wäre nicht so richtig scheiße, ja. Mein Gott. Was aber besser wird, ist die nächste Folge, weil diese war grauenhaft. Die wird wahrscheinlich nicht besser. Es war wirklich ein Fest, wie du sagen würdest. Ja, toll, sehr, sehr toll. Ich freue mich sehr, dass wir eine zweite Folge gemacht haben. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Jederzeit gerne wieder. Ja. Komm mal gerne nochmal. Es wird eine dritte Folge geben. Wir lernen dich nochmal über Faldos. Alle zwei Jahre machen wir einfach den Rhythmus. Ich glaube, das ist geil. Freunde, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Und macht halt alles. Auf Spotify-Bewertung ist super wichtig. Drückt alle Knöpfe, die gehen. Alle Knöpfe drücken und bis nächste Woche wieder einschalten. Ciao. Ciao. Ciao, macht's gut.